So, jetzt muss man, jetzt versteht man mich, okay. So, nochmal Hu nach da draußen zu einer neuen Runde Vampire the Masquerade V20. Mit einem uralten Abenteuer, das mir ziemlich Kopfzerbrechen bereitet, weil meine Gruppe nicht das macht, was in diesem scheiß Ding drin steht. Ihr habt den Plot gebrochen letztes Mal. Und ja, jetzt muss ich sehen, wie ich damit klarkomme. Wer ist ihr? Ihr seid, ja, fangen wir oben links an. Leopardin 202 als Melina Farinadis. Abend. Und auf der anderen Seite die Sera als Emma Williams. Hallo. Darunter wie immer ohne Bild, aber dafür umso hübscher, der Joe als William Tach, tach. Andrews. Tach, tach. Genau, tach, tach. Und der Mischka als Jonathan Bauer, last but not least. Ein Gute zusammen. So, jetzt hat er ein Bild. Perfekt. So, ja, beim letzten Mal seid ihr entführt worden, mehr oder weniger in einem Hubschrauber, zu einem Dinner gebracht worden mit, ja, immer noch nicht dem Prinzen, sondern mit einem Vertreter des Prinzen, der euch eröffnet hat, dass der Prinz verschwunden ist, auf merkwürdige Art und Weise aus seinem Etablissement, aus seiner Zuflucht entführt wurde. Und man gibt euch die Schuld und euch den Auftrag gegeben, bringt ihn zurück, ansonsten werdet ihr alle in Kopf kürzer gemacht. Und ja, mit einem Art Aufpasser seid ihr in das Apartment des Prinzen gefahren, hoch oben im größten Tower Chicagos, habt den Tatort quasi begutachtet, bis auf Emma, die irgendwie darauf überhaupt keine Lust hatte und stattdessen lieber eigene Nachforschung anstellen wollte und zum Polizeirevier gefahren ist, weil sie irgendwo in einem Klatschzeitungsblatt gelesen hat, dass die Polizei irgendwelche merkwürdigen Werwolf-Kreaturen gefunden hätte und das jetzt vor der Öffentlichkeit verheimlicht. Genau. Das ist das, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Was fällt euch noch auf? Was hattet ihr als, was wisst ihr noch? Was hattet ihr herausgefunden schon? Im Apartment. Wir hatten da einige Sachen gefunden, also um genau zu sein, Dokumente. Und zwar einmal ein Bericht von einer Nelly über einen Satanistenkult in Er ist ein Northwest. Mann. Oh, ein von einem Nelly, ja. Wo auf der Karte ein Ort markiert ist. Und Akten über Anarchen und deren Maskeradebrüche. Genau. Ja, ihr hattet auch noch eine Art Wir Attest, hatten ja? ein Tagebuch gefunden, was der Prinz aufgehoben hat. Das war wohl irgendwie von einem Admiral geschrieben, der an Vampire und an Magie glaubt, gewidmet Rokey, habe ich mir aufgeschrieben. Es gab noch irgendwie einen fetten Aktenstapel über die Anarchen der Stadt und über Maskeradebrüche, wo dann der Prinz irgendwie noch notiert hat, dass er sich fragt, was das eigentlich alles soll. Und wir haben in dem fancy Tresor, in dem er da wohnt, einen alten IBM-PC gesehen und haben darauf Dateien über alle Vampire der Stadt gefunden. Ja. Und während wir da dran suchten, ging die Cam an und der PC wurde ferngesteuert. Im Chat schreibt uns jemand an, netter Versuch, und das Ding stürzt ab und wir sehen nur noch das Nosferatu-Symbol. Genau. Danach wollte unser guter Kollege das Ding sofort vom Netz nehmen und das weiter untersuchen. Ich weiß gerade nicht, ob wir da schon zugekommen waren. Jedenfalls wollten wir die Festplatte noch weiter untersuchen, aber ohne Internetanschluss. Ihr wolltet auch noch die Security-Bänder, glaube ich, überprüfen. Genau. Da seid ihr noch nicht zugekommen. Ja. Und auf jeden Fall habt ihr eine Art Artefakt gefunden, einen onyxfarbenen, ja, Stein, der ein bisschen aussieht wie ein Zahn.
falls ihr den noch nicht aufgeschrieben hattet. Nee, hatte ich nicht. Genau. Also Jonathan und Melina eifrig die ganze Wohnung durchsucht und William hat sich gut gehen lassen auf dem Chefsessel, der etwas verblutet ist und mit verkrustetem Blut vollgeschmiert ist, aber sonst noch ziemlich intakt ist. Einmal Chef sein. Naja gut, bist ja auch öfter sonst auch Chef. Naja. Aber sonst hatte ich die ganze Sache anscheinend nicht so mitgenommen wie die anderen. Es ist eher cool hier in diesem Apartment, anstatt dass man jetzt irgendwas suchen müsste. So, ja, und ist halt schlechte Storylines. Also, weißt du, da haben die Writer mal wieder total scheiße geschrieben. Was soll das? Was ist das überhaupt hier? Ja. Korrekt. Und Emma Williams ist in guter alter Spielertradition per Split Party in das Polizeirevier gefahren und will diesem Gerücht nachgehen, nachdem da irgendein merkwürdiger Werwolfskörper irgendwie vor der Öffentlichkeit zurückgehalten wird. Und hat auch dank bezirzendem Äußeren Zugang bekommen. War, glaube ich, unterwegs in die Gerichtsmedizin? Genau. Gut. Leider in Begleitung. Ja. Ganz alleine so in so einem Polizeirevier rumlaufen ist jetzt auch nicht so angebracht, oder? Hm. Wenn man kein Polizist... Scheinbar. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit Polizisten. Hm. Gut. Der gute Mann, der dich da begleitet, geht vor und drückt dann die sämtlichen Türen auf, durch die ihr durchstolzieren müsst, um in die Gerichtsmedizin zu kommen. Und stößt die letzte Tür auf und deutet dann auf den Raum mit ganz vielen, wie man das so kennt, halt ganz viele Türen an der Wand, wo halt tote Menschen halt reingefahren werden. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Wie nennt man das? Ich weiß, was du meinst. Ich weiß aber nicht, wie es heißt. Leichenschauhaus? Ja, ja, also wie heißt das, wo die da drauf liegen, die Leier? Baren, ne? Baren. Ja, Baren. Jetzt fällt es mir auch gerade ein. Er guckt auf so ein Anschlagebrett und meint so irgendwie, ich glaube, es war irgendwas um die 100 und geht dann so irgendwie auf so einem Brett, was da irgendwie zum Aus- und Eintragen irgendwie ist, dann geht die Zahlen durch und sagt, 112, glaube ich. 100. Das ist jetzt fürchterlich peinlich. jemand hat das, was sie suchen, hat jemand schon abgeholt. Wie, das hat jemand schon abgeholt? Ja, hier steht, vom FBI abgeholt. Aber wie soll ich denn dann sagen, ob das meine Freundin ist oder nicht? Ja, das weiß ich, mir hat da auch keiner Bescheid gesagt. Also, das, wie gesagt, das ist jetzt wirklich peinlich. Also, ich würde mal so den Kopf senken und so ein bisschen schluchzen. Also, ich muss doch wissen, ob sie es ist. Ich kann Ihnen da, Moment, hier steht noch, dass man das, das darf ich Ihnen eigentlich nicht sagen, aber dieses Hospital vom FBI hier in der Stadt, da haben die das hingebracht. Ich kann Ihnen auch die Straße sagen, vielleicht kommen Sie da irgendwie rein oder so. Das wäre super. Sie sind so hilfsbereit. Ja, genau. Gut. Er gibt dir die Straße. Muss gerade mal gucken, ob die überhaupt benannt ist. Ich glaube, sie ist gar nicht benannt hier. Also es macht keinen Unterschied, wie der Straßenname heißt. Weißt du, was die Adresse von dem medizinischen Hospital, medizinischer Spezialist des FBIs, und sollst dich dabei Special Agent, wie heißt er? Special Agent
Riggs nennen, melden. Riggs oder Briggs? Riggs mit R. Genau. Okay. Dankeschön, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Wirklich. Natürlich, ich bin froh, wenn ich Ihnen helfen konnte. Sowas ist ja immer ganz fürchterlich. Ich mache mich am besten direkt auf den Weg dahin. Tun Sie das. Und von mir haben Sie die Adresse nicht. Nein, natürlich nicht. Dankeschön. Und drehe mich um und verlasse das Gebäude. Gut, dann wieder zurück in den Tower, wo ihr ja einiges vorhattet. Kann man raus? Nämlich was? Ja, ich würde vorschlagen, dass Jonathan tatsächlich wie geplant sich die Festplatte vornimmt. Ich glaube, da hat er von uns am meisten Ahnung von. Und ich würde mir mit der Spurensicherungsfrau nochmal die Überwachungsbänder vornehmen. Ja. Okay, was wollt ihr zuerst machen? Ist mir eigentlich egal. Gut, dann ich gucke ruhig. Schauen wir mal, was Jonathan rausbekommt. Mach doch mal eine Probe direkt mal auf deinen Computer. Was möchtest du überhaupt damit machen? Jetzt genau, das ist die richtige Frage. Ich habe so ein kleines Netbook dabei, mit dem ich sonst immer geschrieben habe und wahrscheinlich auch aus Gewohnheit an die alten Tage ich das immer noch dabei habe, auch wenn ich in meiner Zeit als Tremere damit noch nicht so viel gearbeitet habe, aber ich weiß noch, wie es funktioniert. Schalte da halt alle Regler von Bluetooth, von WLAN und so weiter aus, dass da halt keiner fern drauf zugreifen kann. Nehme dann ein, das war der alte IBM-Rechner, ne, den, wo die Platte her war. Ja. Das heißt, es war IDE, also ein USB zu IDE-Kabel aus meiner Tasche und klemme damit quasi die Festplatte extern an meine an und schaue, ob sie beim Hochfahren des Rechners erkannt wird. Und wenn nicht, würde ich mir halt eine emulierte Version von diesem IBM-alten System runterladen. Und dann da mal schauen, ob die Festplatte erkannt wird und ob sie verschlüsselt ist oder. Wird erkannt und ist verschlüsselt. Dann. So, Baby, komm her. Damit kann er auch wirklich jetzt mal locker kommunizieren, im Gegensatz zu echten Frauen. Und dann gucke ich mal, ob ich die Verschlüsselung geknackt kriege. Was möchtest du denn dafür von mir? Computer und Intelligenz, oder? Ja, das sieht gut aus. Das klingt nach einer Probe, die wir ruhig würfeln können. Nehme ich. Schwierigkeit normal. Nein! Damn you! Zwei Erfolge nur. Zwei Erfolge. Dann werden dir zwei Fragen gestattet, die du irgendwie abfragen kannst, bevor das Ding irgendwie kaputt geht. Einmal bitte muten, Maike. Ja, grundlegende Frage, kann ich eine Kopie der Festplatte machen bei mir lokal? Ja. Das ist ja schon mal das Erste dann. Und gut, wenn ich eine Kopie der Festplatte habe, habe ich auch die DNS. Du kannst zwei Sachen rausfinden, welche du, also zwei Fragen, die du an das Ding stellen kannst, das kriegst du raus mit deinen zwei Erfolgen. Naja, klar, aber ich bin halt überlegen, was ich sonst noch brauche, wenn ich eine Kopie von der Festplatte habe. Weil die Daten sind ja dann da. Ja, also du wirst auch aus der Kopie später nur diese zwei Dinger rauslesen können. Ah, dann ist das was ganz anderes. Als erstes die Datei, an der der Prinz als letztes gearbeitet hat. Mhm. Okay, und? Und die sogenannte TNS Names Ora, das ist die Datei, wo quasi aufgemachte, ich nenne es mal Internetverbindungen über den Rechner gespeichert werden. Das heißt, wo der Rechner sich verbunden hat oder was sich zu dem Rechner verbunden hat. Okay. Gut, dann wirst du das Letzte, woran der Prinz gearbeitet hat, ist
Ja, dass der Eintrag, weil ihr hattet ja gefunden, sämtliche Aufenthaltsorte des von Vampiren in der Stadt und von sonstigen interessanten Personen. Und da hat als letztes einen Eintrag geändert, und zwar hat er einen FBI-Agenten erwähnt, namens Riggs. Und da hat er die Adressdaten verändert, als letztes. Adressdaten von dem FBI-Agenten hat er geändert? Genau. Leck. Finde ich im Dateiverlauf die alten Daten auch noch? Also die vorherige Adresse? Ja. Die aber außerhalb von Chicago liegt. Dachte ich mir. Steht bei dem Riggs irgendwie ein Vermerk, sowas wie Ghoul oder auch Vampir oder... Da steht ein merkwürdiges Symbol, was so, das ist so eine Art Bogen, würdest du sagen. Also ein Bogen. Schießbogen oder? Genau. Ah ja, okay. Und dann ein Vermerk daran, muss weiter beobachtet werden. Und die Zugriffe? Ja. Ja, alle Zugriffe, die jetzt zu nennen, was wolltest du damit jetzt genau machen? Wer da jetzt drauf zugegriffen hat, ja? Als letztes. Zum Beispiel erstens genau das als letztes. Und ob der Prinz irgendwie, sag mal, ein Surfverhalten kann es ja nicht genannt werden, weil die alten IBM-PCs waren ja nicht so internettauglich. Aber halt Adressen, wo er sich von sich aus oft hin verbunden hat. Mhm. In der Tat hat er sich nie mit irgendwas verbunden. Okay. Also hat nie irgendwie irgendwas im Internet nachgeguckt oder so. Mhm. Und von außen eingegriffen hat immer ein und dieselbe Datenverbindung. Mhm. Aber ist auch nur eine. Habe ich davon eine IP-Adresse? Ja. Tja, das muss ich dann mal nachprüfen bei Gelegenheit. Gut. Braves Mädchen. Ganz fein. Okay. Also die Adresse, die du da findest, ist halt ist dieselbe Adresse, die Emma Hauch herausgefunden hat. Nicht näher jetzt spezifiziert. Das muss ich mir jetzt irgendeine Adresse aus den Fingern saugen. Melina guckt die Security-Tapes durch mit der Wachfrau. Und die sitzt halt auch neben dir. Und dir, wie gehst du denn da vor? Was machst du da? Naja, wir können ja den Zeitrahmen noch nicht so richtig eingrenzen. Ne? Sie sagt ja, ich habe die ganze Zeit die Videokamera im Blick gehabt und auf einmal war er weg. Ja. Genau, das macht ja nun logisch erstmal keinen Sinn. Deswegen würden wir einfach mal die von vorne bis hinten in halbwegs Schnelldurchlauf, also nicht in Normalzeit, aber auch nicht so schnell, dass du nichts mehr erkennen kannst, so, dass du irgendwie gucken kannst, wo ist der Prinz auf jeden Fall noch da? Gucken. Ja. Und bis er dann siehst du auf jeden Fall so einen Ablauf, halt, wie der sich in seine Vault zurückzieht, also seinen abgeschirmten Bereich. Und dann kann man auf den Kameras auch erkennen, wie ein Aufzug hochfährt. Ja. Und die Aufzugtüren aufgehen, aber der Aufzug leer ist. Und dann fehlen tatsächlich ungefähr
45 Minuten. Das kann ich am Timecode erkennen dann, genau. Oder wie? Ja. Ja, okay. Und die Wachfrau neben dir scheint das überhaupt nicht zu bemerken. Also sie geht da irgendwie weiter, als ob nichts gewesen wäre. Okay, dann halte ich das da an und sage, hallo, hast du jetzt, guck mal auf den Timecode, spur nochmal zurück und spur nochmal über diesen Sprung hinweg, also dass sie das doch mal sieht. Was soll damit sein? Da fehlen 45 Minuten. Guck dich total entgeistert an. Das wäre mir doch aufgefallen. Ja, guck nochmal, ich spule nochmal zurück und zeig's dir nochmal. Ja. Ganz normaler Timecode. Okay. Ich weiß ja nicht, was sie... Also ich sehe da nichts. Das ist ganz schön bitter. Wie war das noch? Diese Security-Dame, ist die ein Mensch oder ist die auch ein Vampir? Die ist ein Mensch. Die müsste eigentlich ein Mensch sein, ne? Ja, nee, ist gerade so, als wäre die wohl ein bisschen beeinflusst worden. Ich habe den Joe gesehen. Vielleicht hat ihn jemand anders auch gesehen. Quatsch, man hat nur die Hand gesehen. Ja, okay, also gehe ich davon aus, dass diese Frau beeinflusst worden ist und dass deswegen jetzt auch mit ihr als Zeugin für irgendwas nicht wirklich zu rechnen ist. Jonathan. Nach dem Timecode siehst du übrigens am Ende noch wie halt der tote Körper von dem Ghoul halt im Arbeitszimmer liegt. Also im Sessel sitzt und halt nach vorne gekippt ist und die Blutlache halt da zu sehen ist. Und auf dem paar Minuten später halt der Aufzug wieder kommt und sich die Türen wieder öffnen, aber keiner einsteigt und alles und der Aufzug wegfährt. Ja. Das muss ich gerade mal kurz alles notieren. So, jetzt hattest du nach Jonathan oder William gerufen oder so, ne? Nach Jonathan, genau. Wie weit ist er denn mit seiner Festplatte? Ist der ansprechbar oder sieht er so konzentriert aus, dass Mini Trau ihn jetzt anzulabern? Joa, der ist schon ziemlich vertieft in seine Arbeit da. Scheint ziemlich fokussiert zu sein. Siehst du, dass ich dabei die Festplatte, die dann mit so einem breiten Datenkabel an das Notebook angeschlossen auf dem Tisch liegt, so ja eigentlich zärtlich und liebevoll streichelt und zwischendurch, wenn du genau hinguckst, vielleicht auch mal graule. Okay, können wir die Videoaufnahmen irgendwie mitnehmen? Die sollten wir uns auch noch genauer angucken. Sie können die Dateien gerne haben, ja. Super, danke. Also solange der Sheriff noch dabei ist. Natürlich nicht privat irgendwo mit hinnehmen. Nein, das ist nur zu Recherchezwecken, natürlich, ja. Ich würde auch das nämlich gerne nochmal analysieren lassen. Aber das müsste jemand machen, der mehr Ahnung von so einer Technik hat als ich, weil ich nicht sagen kann, wie da mit diesem Video rumgespielt wurde. Ich kann nur jetzt, weil das anscheinend nicht mal besonders gut gemacht wurde für die Leute, die sich das hinterher angucken, dass da eben diese 45-Minuten-Lücke drin ist. Ja. Okay.
Jonathan? Ja, ja, ja? Sorry, aber... kennst du dich auch aus irgendwie mit Videobearbeitung? Ich habe hier gerade das Security-Video durchgeguckt und da sind 45 Minuten irgendwie rausgeschnitten worden. Und unsere nette Dame hier sieht's nicht, auch wenn ich ihr es dreimal vorgespult habe. Also gehe ich davon aus, dass ja mit beidem rumgespielt wurde und das würde ich gerne nicht vor ihr alles klären. Also zumindest kann man rausfinden, wann die Datei das letzte Mal bearbeitet wurde, also wirklich verändert, nicht nur zum Lesen geöffnet, wie du es jetzt gemacht hast und ja. Je nachdem, was für ein Programm genutzt wurde, um das rauszuschneiden, kann man das rausfinden. Kann man auch rauskriegen, ob das hier direkt am Terminal gemacht wurde oder ob das irgendwie mit Fernzugriff gemacht wurde? Das meinte ich. Das wäre ja auch nochmal spannend, ja. Gut, das sollten wir auf jeden Fall rauskriegen. Wir bekommen die Datei von ihr. Dann brauche ich aber den Terminal, wenn ich rausfinden soll, wer den Zugriff, ob da extern drauf wird. Musst du das machen. Ich kenne mich nicht aus, ich überlasse das dir. Dann ich sag dir nur, dass es jetzt... eine Computer- und Intelligenzprobe gegen die 7. Mhm. Da. Gegen die 7. Wer macht denn sowas? 3 Erfolge. Perfekt. Was möchtest du herausfinden mit den 3 Fragen, die ich dir wieder gönne? Läuft's. Ja, ob die, weil die Frage, die Bearbeitung, also diese 45 Minuten rausschneiden, ob das hier am Terminal erfolgte? Definitiv. Wahrscheinlich kurz nachdem es rausgeschnitten wurde, also wann der Zugriff darauf erfolgte? Genau, kurz nachdem es rausgeschnitten wurde. Ja. Gut, ich weiß ja nicht, dass die Dame beherrscht wurde. Warte. Kannst du gucken, ob diese rausgelöschte Sequenz fachmännisch gelöscht wurde, also in dem Sinne, dass wenn es ein Profi macht, dann findest du es wirklich nie wieder, oder hat das jemand einfach in den Papierkorb verschoben, dann könnte ich das sogar noch wiederfinden. Ganz genau. Also der Klassiker, ob die gelöschte Sequenz oder ob es eine ältere Version von dem Band vor dem Löschen gab, also eine zweite quasi Sicherung, dass das Programm automatisch sichert, wenn man ein Tape öffnet. Mhm. Und wenn ja, ob die Sicherung noch da ist oder halt die gelöschte Datei im Papierkorb. Ja, ist noch da. Ha! Ich schaue mich mal zu der Sicherheitsfrau um. Ja. Soll sie das? Soll... Wie heißt du nochmal? Ich muss aufgeschrieben. Scheiße. Ich weiß es auch nicht mehr, wie die hieß. Ich habe die nur Spusi Lady genannt. Ich weiß nicht mehr. Spusi? Also Spusi schon. Ja. Natascha. Sag mal, Natascha, gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass wir hier einen Kaffee kriegen können oder so? Klar, ja. Drüben in der Küche kriegt es bestimmt einen Kaffee. Soll ich einen holen gehen? Ah, das wäre total super. Ich kenne mich hier ja nicht so aus. Ich will auch jetzt nicht alles so durcheinander reißen und so. Ja, ich gehe da mal. Danke. Ja, dann rufe ich die Datei auf. Und guck mal, da irgendwo ein USB-Slot ist, dass man diese 45 Minuten währenddessen rüber kopieren kann, wenn die in 2 Minuten wieder da ist, dass man das hat. Okay. Ja, und dann lasse ich mal so durchlaufen. Ja. Und schau mal, ob es bei der Kamera, die das aufnimmt, obwohl, nee, ist ja Quatsch, aber das weiß ich nicht, ob es da andere Filteroptionen wie Infrarotlicht und nee, so gibt weiter gibt. Nein, gut. Ja, dann siehst du auf den nächsten, auf den vermissten Sachen halt, wie sich Türen öffnen und schließen und kein Mensch zu sehen ist. In den verschiedenen Räumen. Und wie dann siehst du aus dem Security-Raum die Aufnahme, wie Natascha sich mit jemandem unterhält, der allerdings nicht zu sehen ist. Und danach, wie angewurzelt an die Wand starrend auf ihrem Sitz sitzt und nach vorne guckt. Wie sich dann die Tür wieder öffnet zum
zum Büro. Und ja, wie dann der Ghoul, der halt im Büro arbeitet, gerade ja, stirbt. Und dann mit dessen Handabdruck die Tür zu der Vault geöffnet wird. Das war die Vermutung, ja. Stirbt, erschossen wird, oder wie war das, so wie ist der gestorben? Aus, ja. Kannst den Mörder zwar nicht sehen, aber... Na klar. Weiß ich, dass es Verdunklung gibt? Ja. Gott. Du siehst quasi aber noch den Typen vorher mit jemandem reden. Also der Ghoul redet vorher mit jemandem. Ziemlich normal, also bevor er erschossen wird. Ja gut, die Sicherheitstante ja genauso, also... Ja. Gehen wir dann von... Und in der Vault war keine Kamera. Nee. Das heißt, er hat dann auch nicht gesehen, ob er da erst noch was am Computer gemacht hat. Tja, jetzt sind wir fast so weit wie vor den Bändern. Ja. Naja, ihr wisst jetzt also, zumindest, dass die Typen den wahrscheinlich gekannt haben. Nicht zwangsläufig. Ja, sie haben ganz normal mit ihm geredet, mit dem Killer. Könnte auch Beherrschung sein. Ja, gut. Ja, dann... Ja, aber Beherrschung funktioniert eher erst, nachdem man Kontakt hergestellt hat und nicht vom ersten Augenblick an. Es ist keinerlei merkwürdige Reaktion auf irgendeine fremde Person oder sowas sichtbar. Da während wir das dann durchgucken, vielleicht nochmal vor, zurückspulen, reinzoomen, siehst du, wie Jonathan immer mal wieder so ja, über diese Tastatur streichelt oder nebendran über diesen Kamera-Joystick so vorbei streichelt, so ah, fein gemacht, ja genau das wollen wir sehen. Und dann irgendwie kurz darüber schaut, dann wie sich wieder gerade hinsetzt und die Arbeit macht. Und ja. Ja, Siri möchte jetzt, demnächst auch so behandelt werden. Tja, Melina. Ist klar. Wissen wir nicht so viel mehr, oder? Immerhin haben wir ein bisschen bessere Ausgangslage als vorhin. Also, von dem, also, dass sich da keiner erschreckt hat oder so auf dem Band oder erst gezuckt hat, oder gehe ich mal davon aus, dass sie den Eindringling-Mörder ja, kennen oder, naja, zumindest irgendeine Art von sympathisches Verhältnis, was in Konversationen ausufert, ja, haben könnte. Hat. Ja, genau, sie scheinen sie ihn jedenfalls nicht als Bedrohung eingeordnet zu haben. Weißt genau. Du, wenn jemand mit einer Maske vorm Gesicht oder irgendwas hier reingerannt wäre, dann wäre eine Security-Frau nicht so auf den Zug gelaufen und hätte ihn angelauert, genauso der Ghoul. Also nicht bedrohlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar persönlich bekannt. Und dazu fähig, Beeinflussung zu wirken und sich irgendwie vor Kameras unsichtbar zu machen. Nun, also vor Kameras unsichtbar machen, ich denke, das ist ja klar, das deutet ja auf den Pfad der Verdunklung hin. Aber ja, das schon, aber das muss ja schon relativ gut beherrscht sein, wenn man das durch Bewegungen und Aktionen hindurch so machen kann, oder? Ja, es wird kein Neugeborener sein, aber allein die Tatsache, dass die Sicherheitsdame und der Ghoul mit ihm freundlich sprachen, würde für mich logischerweise schon also negieren, dass es ein Neugeborener war. Da, ja, und von welchen Clans wissen wir, dass die Verdunkelung können? Ich meine, ja. Ich hätte das mal von den Nosferatu gehört, aber dann hätte er die Videodatei nicht einfach in den Papierkorb abgelegt, oder? Die können doch auch besser was mit Technik. Vielleicht war das ja einer, der mehr auf Verdunklung und weniger auf Technik war. Wer weiß. Keine Ahnung. Jedenfalls sind wir schon mal besser dran als vorher. Ein bisschen was haben wir herausgekriegt. Hast du die Datei gespeichert? Ja. Sehr gut, weil ich
glaube, so ganz viel mehr werden wir hier am Tatort selbst jetzt kaum rausholen können, oder? Ihr glaubt wirklich, dass die Nosferatu dahinter stecken? Nee, weiß ich nicht. Der Sheriff steht da die ganze Zeit bei euch. Also. Ach so. Aber da war doch vorhin auch das Symbol auf dem PC, oder? Als das abgestürzt ist. Genau. Ich habe keine Ahnung, ob die da mit drin hängen oder ob die nur unfreiwillig irgendwie ähnliche Eigenschaften haben. Also nur weil jemand verdunkelt durch die Gegend läuft, da ist es noch lange nicht, dass es Nosferatu sind. Das können andere Clans auch. Eigentlich kann das fast jeder. Ja, aber Moment, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wir suchen ja eine ganz spezielle Kombination von Eigenschaften und Tatsachen. Also eine Person, die hereinkommt, die sowohl der Security-Dame als auch dem Ghoul positiv bekannt sind, da sie ja mit ihm gesprochen haben. Im Fall einer Beherrschung wären sie erst irgendwie erschreckt und dann beherrscht und alles in Ordnung. Die Security-Dame hat einfach nicht erkannt, dass diese 45 Minuten fehlen. Das heißt, sie wurde beherrscht, definitiv. Und der Vampir müsste Verdunklung beherrschen. Und diese drei Kombinationen müssen wir jetzt in einer Person finden. Das müsste ein ziemlich mächtiger Vampir sein. Genau, und er muss ja eben dadurch, dass er hier bekannt ist, hier kann ja auch jetzt nicht jeder irgendwie reinlatschen. Also hier kommen eigentlich so gut wie keine Vampire rein, außer mir und meinem Chef. Eigentlich keiner. Ich rolle so ein paar Zentimeter von dem Sheriff zurück mit dem Stuhl. Okay. Also bringt das jetzt auch nichts groß, irgendwie nach einer Liste zu fragen, alle, die hier Zugang haben in der letzten Zeit irgendwie, oder? Ja, also die hier hinten reinkommen, das ist halt der tote Ghoul und Roki, der Lieblingsghoul des Herrn. Ich und mein Chef. Und natürlich Natascha. Aber sonst kommt hier hinten eigentlich keiner rein, es sei denn, der Chef wollte was, der Prinz will was trinken in diesen Räumen, aber das kommt recht selten vor. Eigentlich geht er immer raus und trinkt dann bei den anderen drüben in dem Raum hinter der Küche. Kann es denn theoretisch sein, dass der Prinz einen Vampir hier eingeladen hat, der unter falschem Vorwand her wollte, mit dem Plan, ihn zu entführen? Dass er irgendwelche Geschäfte gerade am Laufen hatte? Naja, so. Möglich ist das. Klar. Aber mit aber wem sollte er Geschäfte machen? Ich komme nicht mal aus Chicago. Also, als Vampir jetzt. Also von außerhalb wird er garantiert keinen hierher gerufen haben. Er trifft sich sonst eigentlich immer. Eigentlich trifft er sich fast nie mit irgendwelchen Vampiren. Er ist da ziemlich vorsichtig. Ich glaube, bis er hierhin einen einlädt, das muss schon, also dann muss das, die müssen dann echt so sein und ja, der Prinz hat echt nicht so sonderlich viele Freunde. Okay, dann tut das ja den verdächtigen Kreis ziemlich einschränken. Wer von denen kann sich denn verdunkeln und beherrschen? Keiner. David Copperfield. Er hat vielleicht Verdunklung und Präsenz, aber beherrschen. Moment, nee. Ich weiß nicht, was. Also. Die. Nee. Rein theoretisch könnte Roki das können. Moment, Sie sagten doch, sie wäre der Lieblingsghoul des Herrn. Ja, ja. Was hätte denn ein Ghoul davon sein? Also, ein Ghoul könnte doch nicht mal theoretisch seinen Herrn entführen. Deswegen habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, ja. Moment. Wenn ich das in den Trimäranalen richtig gelesen habe und ein Ghoul wird von einem anderen Vampir beherrscht, der eine ältere, jüngere Generation als der eigentliche Beherrscher hat. Das müsste doch gehen, oder?
ich kenne mich mit diesem ganzen Beherrschungskram nicht so aus, aber dafür haben wir doch, ja, dafür sind, sie sind doch Tremere. Gut, wieder ein Gedankenspiel mehr, dem man nachfolgen kann. Ja, Medina, William, irgendeine Idee? Stell mich mal so aus in das andere Zimmer rein mit dem Kopf. Naja, wir könnten nach Las Vegas fliegen. Warum? Total erstaunt, faszinierend. Guckt, habt ihr eine Spur? Naja, im Casino spielt gerade bestimmt irgendwer. Und da können wir fragen. Aber was hat denn das Casino in Las Vegas mit dem Prinzen in Chicago zu tun? Zu Schulterzucken? Keine Ahnung. Lass euch auf Schulter fallen. Ich dachte, du hättest jetzt einen Geistesblitz, den ich nicht. War Idiot, Entschuldigung. Ja. Dann ist die nächste Spur ja wohl dieser FBI-Mensch. Ja. Ja, genau. Auf dem Weg zu diesem FBI-Menschen ist wesentlich früher, als ihr das überhaupt rausgefunden habt, Emma. Fährst du zu der Adresse hin? Mit dem Taxi, ja, oder so? Ja, natürlich. Ja. Wie spät haben wir denn? Also wie viel Zeit habe ich denn noch? Es ist relativ spät schon. Du bist ja schneller als die anderen, das heißt, du wirst noch irgendwie 2-3 Stunden haben, bis die Sonne aufgeht. Okay. Ja, dann fahre ich hin. Und ich kenne mich ja auch in Chicago ein bisschen aus und ich weiß also auch, dass da so eine Klinik steht und das ist keine Privatadresse. Nee, das ist keine Klinik. Also du kennst dich ja in Chicago aus, aber du hast da noch nie eine Klinik gesehen. Okay, gut. Ich fahre trotzdem hin. Ja. Würde mir das dann mal von außen genauer anschauen. Das Haus ist von außen in so einer relativ guten Gegend, irgendwie von einem normalen Wohnhaus irgendwie gar nicht zu unterscheiden. Also zumindest die Adresse, die man dir gegeben hat, nicht. Mhm. Und das Haus sieht auch relativ heruntergekommen aus. Also hat sich lange keiner mehr um Zaun, Garten und irgendwie einen Anstrich gekümmert. Sonst relativ schick, aber ein bisschen heruntergekommen. Man sieht noch irgendwie, der Weg zur Frontveranda ist normalerweise so Platten, wo man halt drüber laufen könnte. Allerdings sind die rausgerissen worden. Das ist nur so ein Matscheweg. Und man sieht, dass der benutzt worden ist in letzter Zeit. Mal eine regeltechnische Frage, wenn ich Auspex benutze, dann kann ich ja Auren sehen, richtig? Ja. Kann ich dann damit auch rausfinden, wer so in der Nähe ist? Kommt auf deine Erfolge drauf an. Aber man könnte es probieren. Ja, könntest du. Dann würde ich es mal probieren. Mhm. Mit Auspex 1, also mehr habe ich ja nicht. Mhm. Rolle sie auf Perception und Alertness. Ja. Das R fehlt hinter dem Schrägstrich. Und dann noch ein Leerzeichen zwischen dem R und der 4. Genau. Jetzt. Kein Erfolg. Boah, sogar 2-1. Wie gemein ist das? Ja, aber es ist kein Botch. Es ist einfach nur kein Erfolg. Ja, dann versuchst du deine Sinne zu schärfen und mal dir die Gegend genauer anzugucken. Und ja, so richtig
Wahrnehmen kannst du allerdings aus dem Haus jetzt nichts. Dann setze ich mein unschuldigstes Lächeln auf und gehe zur Tür. Ist da eine Klingel oder muss ich klopfen oder wie funktioniert das? Da ist eine Klingel, ja. Ja, dann klingel ich. Okay. Klingelst? Keiner kommt an die Tür. Sind da rechts und links Fenster irgendwie? Kann man da was durch erkennen oder wie? Gehst du ein bisschen ums Haus herum, guckst durch die Fenster und siehst irgendwie ein relativ verlassenes Haus. Man sieht man daran, dass über die Möbel, das Möbeljahr halt so Tücher drüber geworfen sind, um nicht vollstauben zu lassen. Allerdings ist das Haus sonst von innen relativ sauber. Also entweder ist das relativ frisch nicht mehr bewohnt oder jemand hat sich darum gekümmert, dass das nicht hier alles zustaut. Da kann man auch komplett rumgehen? Ja. Ja, dann würde ich mal gucken, ob hinten irgendwie es gibt so noch eine, ein Eingang so ist. So eine Hintertür, genau. Ja, aber die ist auch verschlossen. Hinter dem Haus parkt übrigens ein Auto. Unauffälliger schwarzer Van. Ich gehe mal zu den unauffälligen schwarzen Männern und schaue, sind die Fenster verdunkelt? Mhm. Schön. Solche Autos sind immer besonders unauffällig. Ja. ich schaue mal auf das Nummernschild. Ja. Das ist ein ganz normales Chicagoer Nummernschild. Kann ich mir das merken? Ja, klar. Gut. Dann gehe ich nochmal zu der Tür, beziehungsweise irgendwie zu einem Fenster, was vielleicht auf meiner Höhe ist, also so, dass ich rankomme. Ja, durch die Fenster und durchgucken kannst du ohne Probleme. Und da ist weit und breit keiner zu sehen. Und in der Umgebung jetzt, wo ich stehe, ist auch keiner zu sehen, auch an den Fenstern von Nachbarhäusern oder so. Ja, es ist ja mitten in der Nacht, also die schlafen alle wahrscheinlich. Gut, dann schlage ich das Fenster ein. Okay, dann müsst ihr das heimlich machen, sodass man das splitternde Geräusch nicht unbedingt irgendwo in der Nachbarschaft hört? Ich glaube nicht, dass ich weiß, wie sowas geht, von daher nein. Okay, dann mach einfach mal einen Strength- und Athletics-Wurf. Ich mag Lady Luck nicht. Einmal mit dem Ellenbogen gegen die Fensterscheibe, das macht Pöck! Und ah! Ein stechender Schmerz durchfährt deinen Ellenbogen. Autsch! Scheißdreck, verdammter! Aber die Scheibe ist kaputt oder immer noch nicht? Nee. Nee. Dann gucke ich, ob da irgendwo Stein ist oder so. Irgendein Stein. Ja. Was könnte man denn da nehmen? Survival wäre doch dann ganz gut, um sowas zu sehen. Survival und Wits. Gucken, ob sie einen Stein findet. Mal gucken, ob ich einen Stein finde. Oh ja, ich finde einen Stein. Zwei Steine findest du. Einer größer und schöner als der andere. Ich nehme den größeren und werfe den auf das Fenster. Okay. Dann kannst du die Probe von eben mit dem Athletics und so nochmal wiederholen. Und kriegst wirfst dann auf die 5 anstatt auf die 6. Yeah. Und diesmal schaffst du es und krachend und splitternd fliegt der Schein durch die Fensterscheibe und hinterlässt ein kaputtes Fenster. Ich würde ganz schnell um die Ecke verschwinden, so dass man mich vielleicht nicht sieht und gucken, ob irgendwer reagiert. Also ob irgendwer aus dem Fenster guckt oder schreit oder was weiß ich. Und wenn das nicht passiert, würde ich erst wieder rauskommen und gucken, ob das Loch so vergrößerbar ist, dass ich da durchkomme. Ja, du musst noch ein bisschen mit dem anderen Stein irgendwie so die Splitter abhacken und das ist auch nicht gerade leise.
Aber du schaffst es nach einer Zeit. Okay. Ja, dann versuche ich durch das Fenster in das Haus zu klettern. Dann bist du im Haus. Was sehe ich? Das sehe ich, wie du durch ein Fenster gesehen hast. Leere Räume mit dem Möbeljahr halt mit Tüchern verhangen. Ja, aber da gehen Türen ab und ich erkenne vielleicht hinter den Türen was, oder sind die zu? Oder? Die Türen sind allesamt zu, aber du konntest halt durch die Fenster, wo du noch nicht reingeguckt hast, ist halt das obere Stockwerk. Und der Keller nicht, weil da gab es ja keine Fenster. Gut, dann gehe ich durch die Tür mal hoffentlich in einen Flur und versuche nach oben zu kommen. Gehst du nach oben? Und du merkst, dass das obere Geschoss wesentlich staubiger ist als das unterige. Und, so staubig, dass man Fußabdrücke erkennen müsste. Genau. Und da ist auch nichts. Keine da. Okay, dann gehe ich wieder runter. Anscheinend hat im oberen Stockwerk niemand geputzt. Und auch niemand langgelaufen, scheinbar. Ja, dann gehe ich wieder nach unten und schaue mal, ob ich unten irgendwo eine Kellertür finde. Ja, mach mal Investigation und Wits. Auf die 6? Ja. Wenn ich nichts anderes sage, immer auf die 6. Ich bin zu dumm für solche Proben. Oh nein! Ein Botch. Ja, gut. Dann Keller, was ist ein Keller? Ja, du findest die Kellertür, ja. Die ist ja nicht schwer zu finden. Unter der Treppe, die Kellertür, wie immer in so einem typischen amerikanischen Haus. Okay, ja, dann öffne ich die Kellertür und schau hinunter. Ja, du blickst halt in ein dunkles Treppen. Du kannst das Licht anmachen, wenn du möchtest. Also das sehe ich noch, den Lichtschalter sehe ich noch. Ja. Gut, ja, dann mache ich das Licht an. Zack, das Licht geht an. Es ist so ein ganz unangenehmes Neonstoffröhrenlicht. Und springen ja immer so langsam an. Einer davon ist ein bisschen kaputt und flackert ein bisschen. Und beleuchtet einen schön ausgebauten Betonkeller. Also die ganze Fußboden und die Wände sind alle so schön mit Beton herausgegossen. Alles ganz glatt. Passt irgendwie gar nicht zum Rest des Hauses. Steht da irgendwas drin jetzt, was von dem Bereich, den ich sehen kann, oder ist der komplett leer? Der ist anscheinend komplett leer, bis auf in der Mitte des Raumes siehst du auf dem Boden halt ein großes Metallfass. Okay, ich gehe nach unten und schaue, ob ich auch alles von dem Raum sehen konnte, ob da noch irgendwelche Türen an den Wänden sind, die ich von der Treppe aus nicht sehen konnte. Nee, keine Tür mehr. Das ist ein riesiger Raum unter dem Haus. Du würdest schätzen, es nimmt so den ganzen Platz unter dem Haus ein. Und dann schaue ich mir dieses Fass da mal näher an. Das ist ein orangenfarbenes Fass, was so einen Gefahrgut-Schriftzug trägt und verschlossen ist. Mit so einem ganz aufwendigen Verschluss, den du noch nie vorher gesehen hast. Wer kennt sich schon aus mit so komischen Fässern? Als Musiker. Ich zücke mein Handy. Habe ich Empfang? Ja. Und dann schicke ich Jonathan eine SMS. Ja. Wie empfindlich reagieren Vampire auf chemische Stoffe? Ganz normal wie jeder andere. Oh. Das weiß ich nicht. Das schreibe ich ihm. Ach so, okay. Ich frage die Frage an mich zurück. Schreibe ich zurück, das kommt drauf an, welchen Stoff du jetzt meinst. Ich schicke ihm ein Foto von dem Kanister. Also von dieser Tonne da. Ja. Was genau ist das für eine Tonne? Das ist so eine Salzsäure-Tonne. Oh, dann schreibe ich zurück. Ja, es handelt sich um eine Salzsäure, sprich etwas, was nahezu jeglichen Stoff auflösen kann. Ich
behaupte, dadurch werden Vampire auch aufgelöst. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber... Dann schreibe ich dazu, warum hat man sowas im Keller? Weil man etwas der Säure auflösen will? Klingt logisch, Smiley. Oder bist du bei einem Chemiker im Keller? Der braucht das vielleicht zur Reinigung von Gerätschaften oder wenn er Gold verarbeitet. Blabla, Text, so 10 Beispiele. Hier ist sonst nichts, nur dieses Fass. Erstmal keine Antwort. Dann schaue ich mir dieses Fass näher an. Ja. Also ist da oben drauf einfach nur so ein Deckel draufgelegt oder ist das irgendwie verschlossen? Das oder? Ist verschlossen mit so einer ganz merkwürdigen Vorrichtung, die du vorher noch nicht gesehen hast. Dann mache ich mal ein Detailfoto davon und schicke das noch an Jonathan. Mhm. Wie kriegt man das auf? Hast du Chemie? Ja. Chemie? Chemie? Ich glaube nicht. Chemics? Medicine gibt's? Ah, mehr Science oder so. Academics hätte ich hier, aber... Ja, mach mal eine Probe Science drauf. Mit, nix, ja. Mach mal eine Probe da drauf auf die neuen, ob du das irgendwie erkennst. Intelligence und Academics? Genau. Gegen die neuen. Nein! Sagt dir nichts. Was? Nie ist gesehen. Das? Wo? Was ist denn für ein komisches Gerät? Danke für deine Hilfe. Gerne. Wo bist denn du? Ich schreibe ihm die Adresse. Oh, das ist super. Da wollen wir auch gerade hin. Genau, das ist dann jetzt ungefähr auch zu der Zeit, wo ihr dann beschlossen habt, irgendwie irgendwas jetzt zu unternehmen. Entweder nach Las Vegas zu fahren oder sonst wo. Weiß nicht, ob ihr es hier so interessant finden würdet. Keine Prinzen. Wir suchen, schreibe zurück, wir suchen auch irgendwie einen FBI. Ich schreibe zurück, während er eben da Punkt, Punkt, Punkt schreibt, schreibe ich zurück. Riggs? Fragezeichen? Erstmal Stille. Woher weißt du das? Ich bin gut. Aber er ist nicht hier. Kommt jetzt mit so einem Rotbacken-Smiley. Ja, ich weiß, aber woher? Wie gesagt, er ist nicht hier. Hm. Niemand ist hier. Es ist ein verlassenes Haus und nur abgedeckte Möbel und diese Tonne. Und das Mehr Auto vor der Tür. Und ein unauffälliges FBI-Auto vor der Tür. Hast du mal im Haus nach Geheimtüren gesucht, beziehungsweise in das Auto hineingeschaut? Es ist ein FBI-Auto. Er ist FBI-Agent. Guckst du keine Serien? Nein, die sind immer verdunkelt. Da kann man von außen nicht reingucken. So, meine Türklinke, so ein Smiley. Gezogen. Hast du mal an der Türklinke gezogen und geschaut, ob es offen ist? Es ist ein FBI-Auto. Aber nein, habe ich nicht. Oder auf der Fahrerseite vorne auf dem Rad, im Radkasten, da liegen manchmal Schlüssel. Alles klar, ich gehe nachgucken. Das habe ich in der Serie gelernt, tatsächlich. Ich gehe nach oben, versuche die Tür zu öffnen von innen. Geht die Tür von innen auf? Nee, aber man kann sie ja öffnen von hier, von daher... Ja, naja, das meine ich ja, ob sie irgendwie zu öffnen ist. Ja, dann würde ich sie öffnen und einfach... Ich muss mal eben gucken mit dem Gesichtswürfel, ob da der Schlüssel liegt. Okay. Der Gesichtswürfel, immer wieder gut. Brauchen einen Lady Luck Gesichtswürfel. Wir brauchen einfach Lady Luck nicht. Ja. Da ist tatsächlich ganz blöderweise der Schlüssel. Super! Ich schicke ihm ein Foto von dem Schlüssel und mache so einen Daumen hoch, Smiley, hinterher. Und dann schließe ich das Auto auf. Zeig mein Handy rüber zu Melina und zu, Yes! Zu William. Ja, ich schließe das Auto auf. Gut. In dem Auto findest du auf dem Beifahrersitz erstmal
eine Zeitschrift, und zwar von diesem komischen Klatschblättchen, wo du auch die ursprüngliche Idee her hattest. Und ansonsten geht es halt nach hinten in so einen Bereich, der ja ausstaffiert ist mit wie, fast schon wie so ein Krankenwagen. Also so eine Art, also eine Fläche, wo man halt entweder einen Sarg oder eine Bahre oder sowas drauflegen kann und dann auch irgendwie fest sichern kann. Und an den Seiten findest du mehrere Halterungen für ja, irgendwelche Dinge, die da wohl mal drin gehangen haben. Irgendwie, das hängt noch, zum Beispiel hängt da noch eine Schrotflinte drin und du findest auch Munition dafür. Ansonsten ist die Halterung leer. Ich schreibe Jonathan an, kann man auch Leichen komplett auflösen mit Salzsäure? Man hört dich nicht. Danke. Mit so einem Fragesmiley, ja, was hast du vor? Nicht ich. Was hat der Rix vor? Zeugen verschwinden lassen? Oder fragwürdige Leichen? Ja. Ich schreibe ihm, schicke ihm so ein Foto von dieser Zeitschrift, wo eben dieser Artikel drin stand. Mhm. Und schicke ihm das und sage, dass ich da nachgeforscht habe. Was nachgeforscht? Ich schicke dir diesen Artikel von dieser Leiche, von dieser Werwolfsleiche. Ach, du hast ja, okay. Ja, dann google ich mal nach der Zeitschrift. Ja, findest du die Zeitschrift. Ist so eine, ja, so eine Verschwörerseite. So ein Chemtrails und Echsen und Flacherdler und sowas. Es gibt Vampire. Genau, es gibt Vampire. Ja, schauen wir mal den Betreiber der Seite an, ob da irgendwas auffällig ist. Nö. Irgendwie, das ist halt so. Ja, Tell It All heißt die Zeitschrift. Ja, sonst alles ganz normal. Irgendwie eine Angabe für die Leute, die da arbeiten. Ist aber jetzt keine lokale Sache aus Chicago. Doch. Ah, okay. Das. Ich kann dir mal den Artikel irgendwie mal vorlesen. Ist ja halt ein englisches Abenteuer, aber ich kann den ja mal vorlesen. Wenn ihr das irgendwie haben wollt oder so. Und ich hab, ja, oder ich habe das irgendwo als PDF und kopiere es eben kurz raus, damit ihr es selber lesen könnt. Während oh, bitte gute Nachtgeschichte. Das ist nämlich ganz gut. Machen wir kurz eine Pinkelpause und dann schicke ich euch das. Ich lese nicht vor. So, bis gleich. Bis gleich. Ciao.
So, da sind wir wieder. Ihr habt ja Bescheid gehabt, das auch schon ein bisschen zu lesen. Und meine Spieler haben es auch schon bekommen, sind aber wahrscheinlich noch nicht ganz durch. Very strange. Genau, das ist der Artikel, den du zugeschickt bekommst. Ja, also, was mich am... lese den auf jeden Fall dann vor im Auto. Das soll eine Mischung aus Schlange und Wolf sein, also Mensch und Wolf. Hätte ich jetzt verstanden, aber Schlange und Wolf? Mhm. Guck mir Lina fragend an. Na gut, William glaubt ja eh nicht an Vampire, aber kennst du ein Schlange-Wolf-Gimmick, William? Also, nö. Aber die Großmutter meiner Schwester, mütterlicherseits, die hat eine Cousine dritten Grades, der Cousin, davon die Tante, die war Schlangenfrau. Ja, aber was hat sie mit einem Wolf zu tun? Naja, die hat einen Pullover an, da war ein Wolf drauf. Ah ja, okay, ich verstehe. Sollten wir mal bei der Nummer anrufen und fragen, ob wir den Reporter Scotty Cartwright sprechen könnten? Ich weiß zwar noch nicht genau, wie das zu dem Prinzen führen soll, aber naja, man kann es ja mal im Hinterkopf behalten. Wenn wir da vor Ort nichts finden. Ich kann mir das Ding nicht mal vorstellen. Also diese komische Wolf-Schlangen-Chimäre da, irgendwie merkwürdig. Naja, entweder eine Schlange mit Wolfskopf oder ein Wolf mit Schuppen am Körper und einem Schlangenschwanz mit einer Rassel. Oder es ist einfach nur ein Hirngespinst von diesen Freaks. Ja, aber Moment. Nein, Melina ist ja der Sache nachgegangen. Und Emma ist ja der Sache nachgegangen und da, wo sie hin wollte, hat sie den Namen von dem FBI-Agenten bekommen, zu dem wir jetzt auch wollen. Und bei ihm hat sie diese Zeitschrift gefunden. Na gut, was jetzt nicht heißt, dass es wahr sein muss, aber ja. Jetzt, wisst ihr, warum ein FBI-Agent, dessen Name, Adresse im Computer des Prinzen ist, Salzsäure im Keller haben sollte? Nein, das könnte ich mir nicht vorstellen. Sein Name war im Computer? Ja, Agent Riggs. Mhm, ansonsten nichts? Ja, die Adresse. Die wurde geändert von woanders zur jetzigen, also da, wo wir hinwollen, also der aktuellen. Das ist... Also es ist ein Vampir, wenn er im Verzeichnis war, oder wie? Nein, das war die Datei, die der Prinz als letztes bearbeitet hat an seinem Computer und da hat er eine neue Adresse eingetragen hat. Ob der jetzt ein Vampir ist, da weiß ich nicht. Merkwürdig. Eigentlich hat er nur die wichtigen Leute in der Stadt festgehalten. Dann aber gibt es denn auch nicht vampirische wichtige oder umgekehrt wichtige Nicht-Vampire? Vielleicht ein Ghoul? Ja. Oder ein... Weiß ich nicht. Irgendwas anderes? Ein wichtiger Mensch vielleicht? Politiker. Aber nee, er war FBI-Agent. Richtig.
Ja, das müssen wir dann wohl nochmal genauer in Augenschein nehmen, wenn wir dort vor Ort ankommen. Du hast das Zeichen noch im Kopf? Das mit dem Bogen? Mhm. Ja. Achso, ja, bei dem Eintrag im Computer war ein Bogen abgebildet, also so ein, wo man Pfeile mit schießt, also eine. Ein Hunter! Archaische Waffe. Ein was? Ein Vampirjäger. Das Gimmick kenne ich. Oh. Ist ein Scheiß-Gimmick. Oh ja. Moment, aber heißt das jetzt, dass er ein Verbündeter des Prinzen war, oder könnten in der Liste auch irgendwelche ganz bösen Erzfeinde, schlimme Burschen alle drinstehen? Alle, auf die man achten sollte in der Stadt. Okay. Auf die Hunter sollte man, also wenn er weiß, wo ein Hunter ist, dann sollte man da schon ein Auge drauf haben. Damit die keinen Unsinn machen und so. Verständlich, oder? Das erklärt einiges. Aber warum sollte dieser Hunter diese Leiche abgeholt haben, die angeblich blutleer gefunden wurde, nachdem er mal geschaut hat? Und was hat das mit dem Prinz zu tun? Apropos Emma. Also, ich mag Hunter-Gimmicks nicht. Und Emma ist doch gerade bei dem FBI. Was Hunter. Ist denn, wenn... Ja, FBI, Hunter, was auch immer. Was ist denn, wenn er zurückkommt? Dann ist sie hoffentlich nicht da, oder sie haut ihn bewusstlos, oder ja, wir sind vorher da. Siri, wähle Emma. Piep, 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 piep. Welche Emma? Von den 50 Emmas, die du hier eingespeichert hast. Siri, stell dich nicht so doof an. Wähle unsere Emma. Okay. Unsere Emma ist abgespeichert. Ja. Wählt. Ja. Weil die Emma klingelt. Also bei unserer Emma. Ich guck verwirrt aufs Telefon und sehe ja die Nummer von William und gehe dann ran. Ja. Hunter-Gimmick, hau ab! Ich leg auf. Ich schau das Telefon an. Hä? Und schreib ihm eine SMS. Was? Anzeichen, ratloses Smiley. Tippe halt in wildester Geschwindigkeit, der FBI-Agent ist ein Hunter, also ein Vampirjäger, weg da. Ich schau mich um, schau wieder aufs Handy und tippe. Wohin? Weg? Aus dem Gebiet raus. Ob jetzt nach Norden, Süden, Osten oder Westen, ist mir egal. Ich steige in den Wagen. Da sitzt du ja schon drin. Also ich bin alles davon ausgegangen, dass du da noch drin warst, weil du hast es ja die Fragen halt an Donaldson geschickt gehabt. Also ich hatte so reingeguckt, aber ist ja egal. Ich sitze jetzt halt im Wagen, mach die Tür zu, steck den Schlüssel ins Schloss und starte den Wagen. Sehr schön, jetzt hast du einen FBI-Wagen. Sehr schön. So einfach geht das. Und fahre weg, ohne Sirene. Okay. Ja, eine Sirene findest du auch nirgendwo. Sehr schön. Fährst du vom Hof raus. Okay. Ja. Wohin? Ja, wenn ich losgefahren bin, würde ich erstmal tippen, wo seid ihr denn? Während dem Fahren. Ja. Das ist dann eine Drive-Probe. Sieht ja keiner. Während sieht dem Fahren auf dem Handy spielen ist eine Drive-Probe. Auf die 7, weil das ist ganz gefährlich. Ja, ja. Mit Lady Luck ist es auf alle Fälle gefährlich. Nur Drive, ja. Oder? Drive und Dexterity. Auch einen Witz nehmen können. Oh, warum geht's denn jetzt schon wieder nicht? Doch, jetzt. Läuft. Ja. Ha! Perfekt.
gut. Ja. Kriegst du gerade so hin. Aber liebe Kinder, don't drive and tip. Drink. Don't ja, tip. Sprachsteuerung. Ja, dann würde ich, nachdem sie das geschrieben hat, ihr mal von unserer Position quasi ein GPS-Snapshot machen und schicken. Snapshot machen. Ja, da fahre ich hin. Gut, dann kommt sie dann mit dem Auto vorgefahren. Und? Also wenn wir jetzt die My Arrival App hätten, könnte sie unsere Strecke sehen und wissen, wann wir ankommen. Tja. Merken wir uns das nächste Mal. Okay. Gut, dann es ist ungefähr noch 2 Stunden bis Sonnenaufgang. Als immer ankommt. Herr Sheriff? Ja. Also, ich will nicht drängeln, aber die Zeit läuft und so, wo kann man denn hier so über Tag liegen? Naja, ihr könnt hier bleiben oder eure eigenen Unterschlupf suchen. Wir fahren zu mir! Ja, zu mir! Wir fahren zu mir! Da gibt's lecker Essen! Wie weit ist denn bei dir weg? Keine Ahnung. Wie weit ist denn bei mir weg? Also, oh, bei mir so weg ist in Chicago. Dreiviertelstunde? Ja, so 45 Minuten. Wenn wir langsam fahren. Und noch bei Mac geschalten. Dann eher eine Stunde. Schau ich mir den Sheriff an und wo wollt ihr hin? Ich begleite euch. Ich muss ja aufpassen, dass ihr keinen Unsinn macht. Ich hoffe, du hast aufgeräumt. Wollte. Bei mir ist immer ordentlich. Immer. Ja? Gut. Schreibt der Emma. Schreibt der Emma, die soll zu uns kommen. Die ist ja schon da. Also ja, unten. Ist ja bei uns, ja. Achso. Sobald ich ankomme, würde ich natürlich auch eine WhatsApp schreiben. Bin da, wo seid ihr? Bin da, wenn auch. Ich bin jetzt verwirrt. Wo sind wir gerade? Oben in immer der, noch beim Prinz. Beim Prinzen in der Wohnung. Okay, ihr wolltet euch gerade auf den Weg machen, als ich euch angeschrieben hatte. Ah, ich dachte, wir wären da schon lange unterwegs. Nein. Ah, nein. Ja, okay. Ja, dann. Okay, das hat schon mal auch so verstanden. Ihr wolltet euch auf den Weg mal holen. Oh ja, genau. Da sagst du was. Ich war ja viel eher bei dem Rix, deswegen. Ja. Ja, dann fahre ich Fahrstuhl runter und hol sie halt. Nach oben. Ich dachte, ihr wolltet jetzt zu William. Ach so, stimmt. Genau. Ja, dann müssen wir runter. Emma ist da. Gut. Okay. Dann gehen wir mal. Alles klar. Gut, dann ja, begleitet euch der Sheriff auch weiter und sagt doch, ihr wisst schon, dass ihr morgen Ergebnisse liefern müsst. Habt ihr eine Idee, wo wir noch in einer Stunde bis zum Sonnenaufgang was machen können? Das ist doch nicht mein Problem. Ja, genau. Okay. Gut, wir haben noch eine Stunde. Du warst jetzt in dem Haus, da war nur Säurefass. Seid ihr jetzt schon unten? Redest du mit mir? Ja, genau. Ja, gut. Ja, ich werf so einen grimmigen Blick Richtung Melina und wende mich dann dir zu. Ja, wie gesagt, nur abgedeckte Möbel. Das untere Stockwerk war ziemlich sauber, aber oben war es total staubig. Da hätte ich gesehen, wenn da jemand vor kurzem gewesen wäre. Und im Keller war halt nur dieses Fass. Alle schreiben von dieser komischen Leiche und als ich im Leichenschauhaus der Polizeistation nachschauen wollte, war sie schon weg und ich konnte den
Polizisten etwas bezirzen, mir zu sagen, wo sie hin verschwunden ist. Angeblich hatte dieser Rix sie sich geschnappt. Und dann dieses Fass, vielleicht hat er die Leiche da drin verschwinden lassen. Aber es war auch kein Sarg oder sowas zu sehen. Also das läuft so ein bisschen rot an, also von den Polizisten erzählst. Wie lange brauchen wir bis dorthin? Schaffen wir das noch? Also wie lange habe ich jetzt gebraucht? Eine halbe Stunde. Es war nur eine halbe Stunde, aber ich sollte doch da abhauen wegen dem Hunter-Ding. Ja, weil du alleine warst und wir sind jetzt zu viert, beziehungsweise zeigt auf den Großen, ist der Sheriff und ihr könnt auch mit Hunter umgehen. Ja, ich ziehe aus dem hinteren Teil des Autos die Knarre und sage, ich war nicht allein. Na gut, dann steigt ein. Wo hast du denn dieses Auto her? Oh, das ist seins, geh ich von aus. Du hast doch gesagt, Schlüssel auf dem Reifen. Sie haben das Auto eines Hunters geklaut? Ja. Kannst du mal bitte ganz kurz Motorhaube und so ganz schnell aufmachen? Ich drück den Schalter für die Motorhaube. Ich guck nach so roten Päckchen mit so einer Lampe drauf, die blinken. Mhm, ja. Ist drin. Oder? Ja. Weg, alle weg, weg. Und du schmeißt dich so, drehst rum, schmeißt auf den Boden. Ich schaue so aus dem Fenster, was hat er denn jetzt? Da ist Sprengstoff drin. Wo? In der zeig so hinter mich, hinter den Rücken, auf den Motor, im Motorraum. Ist noch nicht explodiert, warum? Oder? Nee. Jetzt, ich steige aus dem Wagen aus, gehe zum Motorraum und guck da rein. Ja, ist halt so ein Kästchen, rotes Kästchen mit einem blinkenden Licht oben drauf. Unter anderem halt auch neben dem normalen Motor. War wohl keine so gute Idee, das Auto zu nehmen. Kann jemand Sprengstoff entschärfen? Guck mir die Linie an. Keine Ahnung. Nee, kann nicht. Sprengstoff entschärfen. Was muss man denn dafür? Herr Sheriff? Also ich würde ja vorschlagen, dass wir dann den anderen Wagen nehmen. Das würde ich auch sagen. Wir können doch noch nicht einen Wagen mit Sprengstoff drin hier vor. Guck das Gebäude hoch. Ja, willst du es wegfahren? Also, soll das von Sprengstoff sein? Guckt über die Schulter. Ich sehe da keinen Sprengstoff. Das rote Kästchen, das blinkt! Das ist ein Peilsender. Oh. Ja, aber ist ja genau das Gleiche. Dann kann er das Auto orten, wo es ist. Es fliegt nicht in die Luft. Okay, das gebe ich ja zu, aber... Ich versuche mal an dem Kästchen zu reißen. Ja, reiß mal dran rum. Kriege ich's raus? Mit purer Anstrengung kriegst du es ein bisschen gelockert, weil du bist ja nicht die Stärkste. Vielleicht solltest du das... William! William, kannst du mal bitte? Was denn? Ihr, das sieht nicht schick aus. Zieh das mal raus. Na gut. Ich reiß dran. Mach mal Stärke und Athletik. Sekunde. Auf die 5. Ist ja schon gelockert. Ja, ich hab's ihm schon vorbereitet. Das ist ziemlich fest. Hä? Zieht das er dran rum? Geht nicht. Mein Schweizer Taschenmesser aufklappen. Gut, dass wir es übrigens heute nicht mit diesem ganzen Blutgedönse spielen. Und den ganzen Einsen, die er so will. Ich bestehe darauf, dass Lady Luck getötet wird. Umbreon, bitte neu programmieren. Deappliriert sie. Oder holt einen Adepten, ist mir egal. Ja, ich reiche William mein Schweizer Taschenmesser. Mit
Schraubendreher dran. Kann das ausbauen. Ja, danke. Ich nehme das Taschenmesser und hämmer auf die Kiste ein. Hör auf! Das war ein Geschenk von meinem Papa. Nein, aus! Nix! Kein Gimmick! Gib her! So, ja, hat er ja schon gemacht und ja, er hat damit das Taschenmesser und das Kästchen kaputt gemacht. Das war mein Lieblingstaschenmesser, William. Das hab ich von Papa bekommen. Und tut mir leid, ich geb die zwei Teile zurück. Ach, Geburtstag! Heißt das, ich kann das Auto jetzt weiterfahren? War nämlich gar nicht schlecht. Nochmal ganz kurz, zu sicher gehen. Gucke ich im Radkasten unterm Tank, ob da ein Sprengsatz drin ist, oder in der Innenverkleidung rechts hinten am Tank. Ja, wir können. Na dann, ich schmeiß mich wieder hinter den Fahrersitz. Also auf den Fahrersitz hinter das Steuerrad, du weißt schon. Ich ins Auto und schaue in meine geöffneten Hände, wo die zwei Teile des Taschenmessers drin liegen. Ich kauf dir ein neues. Und dann schenk das dir zum Geburtstag. Also nein. Das, dann schenke ich es seinem Papa und sein Papa schenkt ihm das. Genau, gute Idee, William. Ich darf doch zudem keinen Kontakt mehr haben, weil wir Vampire sind. Du darfst Papa zu ihm sagen, nicht zeig auf William. Das schau ich schon wundert an. Ach kommt, jetzt steigt schon ein und ich schaue dann so ein bisschen biestig zu Melina. Du auch. Ich steig einfach wortlos ein. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und dann fahrt ihr wohin? Zu William oder jetzt doch? Ja, zu dem Haus zurück, zu diesem von. Zu dem FBI-Typen, okay. Ja. Gut. Da kommt ja bei dem Haus wieder an. Die Fensterscheibe ist immer noch kaputt. Ist immer noch kein Licht irgendwo. Krasse Leistung, oder? Bin ganz stolz und guck so. Machst du das? Mit dem Fenster? Ja, natürlich. Wer sonst? Ja, ich habe schon Angst gehabt, da hätte jemand anderes jetzt eingebrochen währenddessen. Nein, das ist mein Markenzeichen. Ein Skimmick. Sängerin? Ich gehe zur Tür und öffne die Tür, weil die ist ja auch noch offen. Ich nehme mal den Peilsender mit rein. Den kaputten, ja. Das ist egal. Mausprinzip. Wer nimmt die Schrotflinte? Ich, falls die irgendeiner nimmt mir. Überhaupt. Ja, die habe ich noch bei mir. Gut. Zu Arscheichengeräten, nein. Ab in den Keller zu dem Fass. Ich würde erstmal Sightseeing machen. Also hier ist die Etage, wo alles dicht ist, aber sauber. Oben ist ganz viel Staub. Da lohnt es sich nicht. Das hätte ich gesehen, wenn da jemand gewesen wäre. Scheiß Putzfrau. Und da geht's zum Keller. Guck, da ist die Kellertür. Wer hatte denn sonst noch von euch Auspecks? Jonathan hatte Auspecks, oder? Hattest du Auspecks? Ja. Yep. Dann mach mal Perception und Awareness. Alertness, nicht Awareness. Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Gegen die 6? Mhm. Booyah! Ja, Lady Luck mag den Mischka. Ja, wieder. Glück. Dann meinst du irgendwoher Musik zu hören? Hört ihr das? Ganz, ganz dumpf irgendwoher. Ich höre Musik. Anderen hören so nichts. Wie er sein Handy hört? Das weiß ich nicht, aber ich höre, kann ich beschreiben, ist es klassische Musik, ist es nur ein Instrument? So Charts-Mucke wahrscheinlich, würdest du sagen. So eine typische Charts-Radio. Ich habe gerade eine Gänsehaut. Das ist auch ein Horror-Setting. Ich lausche genau, richtig. Ich lausche in die Umgebung und schaue ihn dann irritiert an. Also ich höre nichts. Kann ich eine Richtung ausmachen? Von unten. Von unten aus Keller?
Okay, ich gehe einfach mal vor. Das klingt, als wenn es im Keller wäre. Vielleicht solltest du dann vorgehen. Ich gehe vor. Alle wissen, dass Emma super gut mit Feuerwaffen umgehen kann. Klasse, ich bin richtig. Ich glaube, die einzige, die das kann, ist Melina, oder? Pumpgun musst du nur ungefähr in die Richtung halten. Jetzt genau, einmal das und zum anderen glaube ich, dass das für das Gruppenklima jetzt nicht besonders gut wäre, wenn ich jetzt Emma das Ding wegnehme und sage, du kannst da eh nicht mit umgehen, gib mir das. Ja, unten im wird Keller, das denn lauter, wenn wir in den Keller gehen? Für dich ja, die anderen hören es wieder nach wie vor nicht. Es ist auch sehr, sehr dumpf und sehr, sehr leise. So halt, als ob das irgendwie, keine Ahnung, ich flüster aber 10 so, Mauern oder so kommt. Ich flüster so zurück zu ihm. Ich habe aber geguckt, da war keine Tür weiter. Und außerdem ist der Keller so groß wie das Haus. Also da kann nichts anderes sein. Aber ich gehe trotzdem vorsichtig und leise weiter. Das ist ja ein Raum, also das, wo kein Haus draufsteht, sozusagen. Also der Grundriss des Kellers ist größer als das Haus, wer weiß schon. Und ja, ich versuche mal eine Richtung auszumachen, wo die Musik herkommt. Von unten. Ja, wir sind ja jetzt unten. Ja. Immer unter dem Keller. Ja. Noch weiter runter. Wenn ich im Keller hin und her gehe, wird es irgendwo lauter von unten oder ist es einfach immer nur generell unten? Es ist generell unten. Ja, dann suche ich nach. Also, es ist halt so dumpf und so leise, dass es halt schwer zu wahrzunehmen jetzt gerade. Komisch, dass es noch drüber beim. Sag mal, was ist denn los mit dir? Ich höre Musik. Ich höre nix. Von wo hörst du denn die Musik? Von unten. Naja, was ist denn hier drunter? Ich weiß es nicht. Kanalisation? Bist du dir sicher? Siehst du hier irgendwo ein Plumpsklo? Das wollte ich gerade suchen, ob es hier irgendwo eine Falltür einmal irgendwo weiter runter gibt. Also es genau in der Mitte des Raums steht das Fass. Das ist ziemlich groß, das Fass. Ja. Ich würde das auch mal mit dem Fuß anticken. Das ist halt ein großes, schweres Fass. Und es klingt auch voll. Mhm. Achso. Klingt voll. Also, wer macht der? William Gottes und Herr Sheriff, könnten Sie mir kurz anpacken und er stemmt sich so halbes Hemdchen wie es gegen dieses Fass. Das Ding auf Seite zu schieben! Ja. Mach mal Stärke und Athletics. War der gut! Muss man gerade mal gucken, wo die Werte von dem Typen stehen, wenn ich dir helfen kann. Warum müssen da auch immer die Leute schieben, die nicht so stark sind? Ne? Deswegen habe ich auch gesagt, William und Sheriff, bitte helfen. Ach, William wollte auch helfen, dann müsste William auch nochmal würfeln. Ja, ich habe ihn gefragt. Moment, ist da ein Deckel drauf auf dem Fass? Ja. Okay. Das ist ja diese komische Apparatur obendrauf, die ihr nicht identifizieren konntet. Was war das denn? Stärke und? Athletics. Sheriff ist auch nicht so der stärkste gerade. Melina könnte auch helfen, aber gut. Die. Ja gut, als Mann bittet man keine Frau, mach also mal harte Arbeit. Also nicht, ja. Ja. Die beteiligt sich auch mal. Was war es nochmal? Stärke und. Kannst du auch deine Disziplin einsetzen, wenn du willst? Ja, könntest du auch. Ach so. Wie schnell regeneriert sie sich denn? Ich habe die nämlich ja vor kurzem erst verwendet. Die habe ich hier noch weggestrichen. Die Disziplin kannst du immer einsetzen, solange du Blut hast. Ach, die kannst du immer. Kannst ja, natürlich. Wenn du die läuft passiv mit, die Stärke-Disziplin, dann kriegst du einen Würfel mehr. Ja. Wenn du das willst. Oder du aktivierst sie und kriegst automatisch einen Erfolg. Ja, dann aktiviere ich die mal und habe hier den Würfelwurf, also 3 Erfolge dann. Genau.
Genau, dann mit William und Melinas Hilfe drückt und zerrt ihr an dem Fass herum. Dann passiert Folgendes, es wird dann irgendwann aufgrund der rohen Gewalt, die gegen das Fass ausgeübt wird, wird es umfallen, also beziehungsweise aus dem Boden gerissen, weil es scheint irgendwie auf dem Boden verschraubt gewesen zu sein. Und unter dem Fass findet sich eine Falltür. Wie unauffällig. Deswegen das auch war doch bestimmt jetzt. Entschuldigung. Ne, mach du. Das war doch bestimmt jetzt laut, oder? Ja, das war sehr laut. Jetzt hört man auch, jetzt hören die anderen übrigens auch von unten irgendwie dieses dumpfe Gedudel. Das hört auch nicht auf, also dass man jetzt. Das hört nicht auf. Okay. Tja, Sheriff? Ich mach so ein Voranzeichen. Ich tue hier gar nichts. Schon gar nicht, wenn hier Hunter im Spiel sind. Geht mal schön alleine vor. Das ist ja nicht meine Aufgabe hier. Immer auf unseren Erfolg bedacht, ne? Sie haben großes Interesse daran. Ich habe kein Interesse daran, ob ihr Erfolg oder nicht. Ich mach nur meinen Job. Ich soll ja hier nicht. Der ist nicht dem Prinz zu finden? Nö, der ist aufzupassen, dass sie nicht wegläuft. Alles klar. Sollten wir den Prinz finden, werde ich ihm diese Information nahebringen. Bitte? Ja, dann gehen wir mal in das Loch rein, wa? Bitte? Jemand eine Taschenlampe dabei? Ist denn da dunkel drin? Tür geht erstmal auf. Ne? Die Falltür macht ihr erstmal auf und dann wird die Musik sehr, sehr laut von unten. Also da scheint jemand voll aufgedreht zu haben. Und unten ist auch beleuchtet. Also könnt ihr unten sehen, da sind auch wieder diese Neonstoffröhren. Okay. Also wenn ich vorgehen soll, hätte ich gerne irgendwie eine Waffe. Ich habe da nicht vor, da mit leeren Händen irgendwas reinzulatschen. Ich könnte euch ein Schwert geben, wenn ihr wollt. Dankeschön. Bitte, was kannst du mir geben? Das hab ich. Schwert. Ein Schwert? Nee, lass mal. Hast du ein Schwert, Emma? Obwohl, warte mal. Lass mich kurz gucken. Billy wäre mit Schwert, ne? Ja. Ja. Geben Sie mir das Schwert, das finde ich noch besser. Ja, dann greife ich in die Innentasche meiner Jacke und ziehe ein Schwert heraus. Und zwar, jetzt muss ich gerade noch mal echt jetzt nicht dabei geschrieben, bin ich eine Pfeife. Tut mir leid. Ja. Ohne Witz, einmal macht mit vorbereitet. Ein Schwert oder was? Ja. Jonathan? Ja, bitte? Bist du dir sicher, dass du das Schwert abgeben möchtest? Ich weiß ja nicht, aber alles, was du aus der Hand gibst, geht kaputt. Ich guck ganz böse zu ihm rüber. Das ist, im Moment nicht der beste Zeitpunkt. Ich trauere immer noch um das Taschenmesser. Kann ich den Zahnstocher haben? Melina kriegt bestimmt die Wumme. Was meinst du jetzt mit Zahnstocher? Das Schwert oder das Messer? Das Schwert. Den Zahnstocher halt. Melina sagte, sie wollte das Schwert haben. Mach doch die zwei. Kann doch mal irgendwie besser mit Wumm umgehen. Die ist doch immer so laut. Da macht immer Peng Peng und so. Ich mache immer Peng Peng. Das wusste ich aber. Also theoretisch kann ich mit beiden umgehen, aber. Emma und Melina haben halt die Waffen einer Frau dabei. Das reicht. Nein, in echten Kampfsituationen kann man auch mal was anderes gebrauchen.
gerade vor, mitten im Krieg, so eine Reihe Frauen, macht erstmal die Brüste blank. Krieg beendet. Auf dass auf diese Idee noch keiner gekommen ist. Hätten sie dich mal als General eingesetzt. Brüste vor Weltfrieden. Ja, so ein kleiner Koala mit Plüschohren. Guck die mit ganz großen Augen an. Ja, sehr schön. Ja. Steht mit einem Erfolg, auch steht nicht auf was ich würfle, aber was ist denn das für eine Scheißkraft? Tut mir leid. Ja. Ich guck gerade bei Tomatik. Stefan hat es erfasst. Was denn einmal mit Profis oder was hat er geschrieben? Make love, not war. Ja, auf jeden Fall. Grab die Titten, bevor du Krieg machst. Ich würfel jetzt einfach mal auf Traumaturgiefahrt, weil da steht kein Attribut und nichts dabei. Ja, mach mal. Ist wie im echten Leben, ne? Mhm. Wenn man ein Schwert braucht, so ist ganz da. Oh oh. Damn you! Damn you! Lady Luck, heute mag ich dich nicht. Niemand mag Lady Luck. In dieser Runde zumindest nicht. In dieser Runde war sie, glaube ich, noch nie gut. Und warum zwingt uns unser Spielleiter ständig diesen Bot zu nutzen? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es auch. Er ist sadistisch. Wollte ich ja sagen, weil er ein kleiner Sadist ist. Von wegen niedlicher Koala. Pah! Tja. Ist halt nicht so wie mit den Backofenwürfeln sonst. Was für die Backofenwürfel? Die Backofenwürfel. Klär mich auf. Ja, ich habe keine Ahnung. Backofenwürfel sind die gezinkten Würfel. Okay, nee, hab ich schon nie gehört, sorry. Zu ehrlich, der Mann. Worauf warten wir eigentlich jetzt? Ja. Auf das Schwert. Also das Loch wird nicht größer. Ja. Da kommt kein Schwert. Das ist das Schwert, das ich haben will, nicht kommt. Ich glaube, er war zu oft mit William zusammen. Ich habe doch, hab doch gesagt, ist alles, was du anfasst, geht kaputt. Ja, also gibt es halt kein Schwert? Ich halte dir immer noch die Waffe. Ja, irgendwie. Dann nehme ich die jetzt und hüpfe da rein. Ja, wie gesagt, dort ist die Musik unglaublich laut und es ist ein mit Stahl ausgekleidete Wände hier in dem Gang. Am hinteren Ende gibt es mehrere Türen, die da abgehen. Unter anderem eine, die ist so ein bisschen, die sieht besonders aus, weil sie so besonders, irgendwie sieht aus wie eine Panzertür. Also eine gepanzerte Tür. Mhm. Ich kletter auch mal runter. Und jetzt? Wir haben verschiedene Türen zur Auswahl. Welche möchtest du wählen? Stück. Also in der Mitte die Panzertür und rechts und links sind zwei normale Türen. Ich stelle mich so zwischen die Türen. Die Musik kommt aus hinter der Panzertür. Ich stelle mich so vor die Türen und mache, wählen Sie jetzt Ihr Tor. Wählen Sie Tor 1, Tor 2 oder Tor 3? 2 oder 3. Aber ich mach Tor 1, schießt rein. Nehmt nicht das Tor mit dem Zong. Ja, die Gefahr besteht. Ja. Ich stelle mich mal so hin, dass ich die gepanzerte Tür öffnen könnte, sodass ich dann hinter der Tür stehe. Mhm. Und dann, Okay. Bist du bereit? Ja, ich bringe mich in Position. Und dann öffne ich die Tür. Ja, okay, warte. Hier. Eine Sekunde bitte. Ich würde mich halt konzentrieren, ob ich hinter der Tür eine Aura wahrnehmen kann. Oh, das ist gut. Ja, kannst du. Und, okay, gut. Dann würfel ich nicht. Ja, würfel mal. Und würfel mal. Was macht noch einen Unterschied? Ja. Moment, Party Perception 5. Booyah! Eine Aura. Das ist, Musterstack. Bitte? Eine Aura. Hinter keiner der Türen. Eine Aura. Ja.
Ach so, ich habe keine, sorry. Ja. Und den anderen Türen? Keine. Mhm. Dann zeige ich, da ist einer drin. Ich kann Muster in der Aura erkennen und die Farben. Mhm. Irgendwas Besonderes, Extremes oder. Boah. Aufgeregt ist das, boah. Ist der. Also, das heißt aufgeregt, excited, also. Ne? Mhm, ja, ist klar. Das ist ein deutsches Äquivalent zu excited. Aufgeregt, aber das ist nicht ja, aufgeregt ja. Sondern ich meine eher dieses. Freudig erwartend. Freudig erwartend, genau. Ja. Da ist eine Person freudig drin, aufgeregt. Die sich. Ist eine Person drin, die sich auf etwas freut und darauf wartet. Auf das Ergebnis. Ich hoffe, er hat nicht gerade den Prinzen am. Dann würdest du ja noch eine Aura sehen. Stimmt. Sei denn also, Tor. Fertig? Tot ist er sowieso. Tot. Ja, wenn Melina nickt, dann mache ich die Tür auf. Jawohl. Die Tür schwingt relativ leicht. Das ist eine ziemlich schwere Panzertür, aber sie schwingt sehr leicht auf, als du sie bewegst. Gut geölte Scharniere. Und die Musik wird unglaublich laut, weil die ist wirklich super mega laut gestellt. Und ihr seht halt in einem Raum, in dem der halt mit Fliesen ausgestattet ist und sogar unten so leicht angeschrägt ist, sodass er so einen Ablauf hat. Irgendwie in dem Boden ist so ein kleines Gitter. Da drüber steht so eine Bahre, wo ein Körper draufgelegt ist in einem Leichensack. Und an der hinteren Wand hinter dem Körper steht jemand mit dem Rücken zu euch, so leicht tanzend, mit langen schwarzen Haaren, der an so einem Tisch steht, wo ganz viele merkwürdige chemische Apparaturen draufstehen. Rechts und links seht ihr ganz viele so Halterungen für Waffen, zum Beispiel Schwerter hängen da oder auch eine Armbrust. Es gibt mehrere Bolzen, die da auf so einer Bahre liegen und so eine Presse für Patronen könnt ihr erkennen. Und mehrere Tiegel und Fässer und alle möglichen chemischen Kram, der hier noch rumsteht. Unter anderem zum Beispiel Silberbarren, die man erkennen kann. Und auf einem von den Regalen, die ihr da sehen könnt, steht auch halt ein kleines, so eine Boombox, die halt mega laut aufgedreht ist. Eine Boombox, die so einen Krach macht. Ja, weil die sind super laut, wenn du die mal aufmachst. Also die sind große Dinge. Ja. Okay. Ja. Also der steht mit dem Rücken zu uns. Genau, der scheint euch auch nicht bemerkt zu haben. Der wippt ja, so bei von der einer Ecke auf die andere und hantiert da mal mit irgendwas. Was hier jetzt dann sollten sein. Wir den Moment der Überraschung für uns nutzen. Ich gehe von hinten an ihm ran und halte ihm die Waffe ins Genick. Okay, da hört er instinktiv natürlich sofort auf zu tanzen und hebt die Hände hoch. Ja, dann würde ich mal vorbeigehen und diese Boombox ausmachen, weil die stört, glaube ich, im Moment. Dankeschön. Ja. Ich spähe hinter der Tür vor und als ich sehe, dass nur noch William da steht, spähe ich in den Raum. Ja, steht jetzt Melina mit dem mit der Knarre im Anschlag und im Genick von dem Typen, der halt so steht. Den Rest des Raums hatte ich ja schon beschrieben. Dann gehe ich in den Raum und schaue, was auf dem Tisch liegt. An dem Tisch, wo er vorsteht, oder auf dem Tisch, wo... Ich sag ihm erstmal, er Körper soll von liegt. Dem Tisch wegtreten. Nach rechts, nach links oder nach hinten? Möglichst mittig in den Raum, dass er von da, wo er steht, nicht unmittelbar weder an die Waffen noch an die Chemikalien rankommt. Okay, mach zwei Schritte nach hinten. Jetzt stößt du schon mit dem Rücken an die Bahre, die halt, also diesen Tisch, wo der Körper dran gelehnt ist, in der Mitte. Ah, schieb mich weg, ist mir egal jetzt.
schiebt den Tisch, der ist relativ schwer, beiseite. Und Emma guckt sich den Tisch an und da liegt halt, ja, ein Leichensack drauf, wo halt wahrscheinlich jemand drin ist. So sieht es zumindest aus. Ich mach den auf. Mhm. Machst auf und siehst eine ziemlich zerrunzelte alte Gestalt mit papiermäßiger Haut. Völlig ohne Kleidung. Um den Hals einen onyxfarbenen Stein, der aussieht wie ein Zahn. Ach, den kennen wir ja. Ja. So, sieht so ein bisschen aus wie so eine, ja, so eine komplett vertrocknete Leiche. So alles komplett ausgezehrt, so kaum noch Haut auf den Knochen. Also es ist jedenfalls nicht dieses Werwolf-Schlangengedöns wie hier drin. Ja. Es ist aber von den Gesichtszügen her auch nicht der Prinz. Habe ich den überhaupt gesehen? Ich frage mich das gerade. Dann hat euch, glaube ich, ein Foto gezeigt, wenn ich mich nicht richtig erinnere oder so. Okay. Sheriff? Der ist oben. Der Idiot, ey, wenn man den mal brauchen kann. Typ, wer bist du? Was machst du hier? Ich wohne hier. Im Keller. Unter einer Falltür. Hinter einer Stalltür. Das mit einer Leiche dich, im Zimmer. Das, was ich in meinem Keller mache, Frau. Sie hat die Waffe. Richtig. Was wollt ihr? Guck mal, wie schön wir zusammenarbeiten können, Emma. Wir wollen Informationen. Über was? Was du hier machst. Ich rette die Menschheit. Tatsächlich. Inwiefern? Indem ich mich vorbereite. Worauf? Auf die Vampire. Tada! Er steht immer noch mit dem Rücken zu euch. Also darf sich auch nicht. Ich bin doch um ihn rumgegangen. Also bist du um ihn rumgegangen, ja. Okay. Ich bin ja zu dem Tisch gegangen. Also ich, ja, guck dir dich böse an. Ich lächle ihn an. Bist du der Hunter? Wer will das wissen? Ich. Bist du Rix? Ja. Was hast du mit dieser Leiche gemacht? Hab sie mitgenommen. Warum? Damit sie nicht in falsche Hände gerät. Zum Beispiel in eure. Ich schaue mir die Leiche nochmal genauer an. Ja, ist halt dieser verrunzelte Körper. Und dann gehe ich wirklich mal raus, gehe zur Treppe oder zu dieser Leiter und rufe nach oben. Chef! Mach mal eben eine Probe auf Dexterity und Alertness auf die 9. Oh, what? Lili Lackmark uns eh schon. Ich weiß, da reicht schon. Naja. Du hattest ja den Leichensack aufgemacht, ne? Kannst Willenskraft für automatische Erfolge ausgeben, wenn du willst. Mhm. Oh, was hast du denn da für 1000 Würfel? Oh, ich hab. Ja, nee. 64 Titel, ja. Nimm ich. Hab's auch nicht, Lady Luck, da gibt's 9 Erfolge, supi. 5 Erfolge. Aber es war nur gegen die 6, Moment, gegen die 9 wäre es ein Erfolg. Das ist einer. Ja. Reicht aber. Gut. Dann nehme ich einen Würfel. Bei einem Erfolg. Gut. Aha. Der sneaky Spielleiter muss nicht mit Lady Luck, oder was? Das hat leider keinen Gesichtswürfel, Lady Luck. Das ist unfair. Nimm einen D2. Dann wäre es ja nur ein Ja-Nein-Würfel, kann ich auch eine Münze werfen. Wer hat denn behauptet, dass Spielleiter fair sind? Niemand. Ja, wir können das, da kurz, ich wohl was falsch verstanden. Können das kurz mal so machen, dass ihr alle die Kopfhörer abnehmt, außer Emma.
Oh nein. Kann ich die nicht auch abnehmen? Nein. Und nicht zuhört, bitte. Weil es lustiger so. Warte, warte, ich guck mal, ob hier... Ob er nicht frudelt. Ja, genau, er hat's ab. Weit, weit weg. Gut, ja. Es liegt weit, weit weg. Bei dem Aufmachen des Leichensackes hast du eine Stimme in deinem Kopf vernommen. Und zwar eine ziemlich alte, männliche Stimme. Und die gibt dir ab sofort Befehle und du bist ab sofort unter seinem Einfluss. Okay. Es ist ein altes Wesen, ein uraltes Wesen. Unglaublich mächtig und stark. Und das Einzige, was es möchte, ist, dass alle anderen in diesem Raum ihn auch anfassen. Zumindest zum Erst. Und danach sollte ihr ihn wegbringen. Aber das erste Befehl, den du kriegst, ist, alle sollen den Körper anfassen. Wie du das hinkriegst, ist jetzt dein Problem. Ja, alles klar. Gut. Ich könnte, glaube ich, wieder aufsetzen. Ja, das hören Sie. Müssen wir wieder aufsetzen? Mhm. Ja, Kopfhörer. Ja. Gut. Also dann gehe ich nicht durch den Raum, gehe nicht zur Leiter, sondern ich schaue den Hunter an und sage, fass ihn an. Was soll ich tun? Ihn anfassen. Wen? Ich zeige auf die Leiche. Was stimmt denn mit dir nicht? Ja, macht Anstalten, dahin zu gehen. Nee, Kerstin, du bleibst schön hier. Wer ist das überhaupt? Was weiß Lass ich, ihn mal ist? Anfassen. Das wird uns zeigen, ob er ehrlich ist. So Blödsinn. Na, ist jetzt hin und her gezogen. Ich hab die Waffe. Hallo. Ja. Nicht vergessen, ja. Genau. Melina, dass du nie auch mal auf den anders hören kannst. Ernsthaft. Ich befrage ihn doch gerade. Irgendwas anfassen kann er nachher immer noch. Jetzt erst wissen, wer das ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Fass mal an. Der liegt bei dir im Keller, Junge. Du willst auch wissen, wo der ist Typ herkommt. Das ist doch einer von euch. Ihr müsst es doch wissen. Warum ist er bei dir im Keller? Weil ich ihn vor euch beschützen will. Du willst einen von uns vor uns beschützen? Ja. Erzähl mir mehr. Was willst du noch mehr wissen? Was glaubst du denn, warum einer von uns vor uns beschützt werden muss? Naja. Wenn einer von euch besonders mächtig ist, dann wird er ja ziemlich schnell zum Zielscheibe bei euch, habe ich gehört. Und versteckt sich bei einem Hunter? Nein, ich habe ihn ja mitgenommen und ihn vor euch gerettet. Und lässt sich von so einem idiotischen Hunter finden? Naja, das weiß ich nicht. Ich habe es geschafft. Ich bin da ziemlich gut. In der Zwischenzeit schlendere ich zu dem Tisch und fasse das komische Ding an, was da liegt. Ja, okay. Dann wieder Kopfhörer ab für alle außer Emma und William. Alter. Ja, auch du hörst die Stimme in deinem Kopf. Nicht Siri. Eine unglaublich alte und mächtige Stimme. Dieses Wesen, was dich gerade komplett übernimmt, was deine Handlungsweise ab sofort bestimmt, möchte, dass alle anderen in diesem Raum ihn auch anfassen. Das ist die erste Priorität. Die zweite Priorität ist, dass du ihn in Sicherheit bringst. Ihm darf nie wieder irgendwas zustoßen. Genau.
Jetzt. Was denn jetzt? Soll ich das Ding jetzt anfassen oder nicht, Fräulein? Ja, anfassen. Cool. Jonathan? Ja. Komm mal her. Ja. Ich schnapp mir seine Hand. Und touche mit seiner Hand das Ding an. Möchtest du dich dagegen wehren, Jonathan? Aus Reflex würde ich natürlich versuchen, meine Hand zurückzuziehen, aber ich weiß nicht, ob ich gegen den Ringer da eine Chance habe. Was soll denn dieser Quatsch jetzt die ganze Zeit mit dem Leiche anfassen? Dexterity und Evasion, oder wie heißt das? Expression? Impressing. Was war denn Ausweichen? Athletics kannst du. Ah, Athletics. Oh ja, da bin ich ja. Bombe. Dann macht der William mal einen vergleichenden Test und dann gucken wir mal, wer mehr Erfolge hat. Ich habe auch nicht so viel. Oh! Ganz klar. Ja, einmal Melina bitte Kopfhörer ab. Ja, Jonathan ist ab sofort nicht mehr Herr seiner selbst, sondern hört eine unglaublich alte und tiefe und mächtige Stimme in seinem Kopf, die ihn ab sofort alles vergessen lässt an Optionen, die er tun will, sondern er möchte ab sofort nur noch, dass alle anderen in diesem Raum den Körper anfassen. Und die zweite Option ist, dass der Körper unbedingt in Sicherheit gebracht werden muss. Und dem darf nichts passieren. In Sicherheit, wohin, also wovor? Was ist der Gegenspieler? Dem oder der Feind? Darf nichts passieren. Okay. Ja. Gut. Und wieder Kopfhörer. Touch. Fühlt sich kalt an, oder? Aber schau mal hier. Melina, du solltest dir das auch anschauen. Das ist nichts Besonderes so. Ja, genau. Ein alter Mann. Tot. Nein, hier, der Stein. Was ist das für ein Stein? Fragst du Emma das oder mich? Nee, den Riggs. Der Riggs, das ist eine Kette. Aber wenn man ganz nah rangeht, dann sieht man was da drin. Komm doch mal her. Emma, ich versuche hier gerade jemanden zu befragen. Bitteschön. Danke, ich habe da Erfahrung mit. Vielleicht sollten sie auf ihre Bekannte hören. Ich will jetzt keine Leiche anfassen. Ich will jetzt wissen, wer das ist und was der für einen Umhänger umhat und was das Ganze hier soll. Ich weiß nicht, wer das ist. Einer von euch. Und den hast du so gefunden, nackig und mit Anhänger um den Hals, oder was? Im Polizeigebäude. In der Leichenhalle des Polizeigebäudes. Er ist die blutleere Leiche, die in halb Wolf, halb Schlange gewesen sein soll, laut Klatschblatt. Ich denke. Ich flüster mal den beiden, also Jonathan und William, zu. Meint ihr, ich soll den Sheriff mal ihm zeigen? Klar. Ich gehe Richtung Leiter. Es wird immer schöner. Ja, gehst Richtung Leiter. Und rufe nach oben. Sheriff! Ja? Hier ist etwas, das ihr euch ansehen solltet.
Was ist es denn? Einer von uns. Habt ihr den Prinzen gefunden? Nein, also wie der Prinz sieht's nicht aus, aber wie einer von uns. Bringt's doch hoch. Ich bin nicht so stark. Aber außerdem, vielleicht kennt ihr ihn und er ist irgendwie in Starre oder so. Der komische Bodybuilder kann das doch bestimmt tragen. Der ist gerade damit beschäftigt, den Hunter zurückzuhalten. Na, dann warte ich lieber, bis der Hunter ausgeschaltet ist. Ey, wir haben ja mutige Gesetzeshüter. Ihr macht das schon. Geh zurück in den Raum, mach so. Kannst ja mal versuchen, deine Präsenz oder so einzusetzen, um ihn zu überzeugen. Und ihm meinen unterschwelligen Befehl zu erteilen. Weil das konntest du doch ziemlich gut, oder nicht? Ja. Da habe ich jetzt eine Frage. Melina, kannst du mal die Kopfhörer abnehmen? Ja. Kann ich noch irgendwie klar denken? Also ja, ist klar. Du kannst klar denken. Ja, dann mache ich es nämlich lieber nicht, weil einen älteren Vampir zu Präsenzen traue ich mich dann doch erstmal nicht. Okay, gut. Ja, ich komme wieder in den Raum. Mach so. Was denn jetzt? Ihr scheint euch ja selber nicht einig zu sein hier. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich will aber immer noch wissen, was du mit ihm hier vorhattest. Ja, das wäre allerdings interessant. Ihn vor den Vampiren beschützen. Und eventuell Experimente mit ihm machen. Mal sehen, wie man solche Leute von euch töten kann. Das heißt, du wolltest deine bunten Chemikalien hier an ihm ausprobieren, oder was? Das war ein Plan, ja. Wie kannst du ihn gleichzeitig schützen wollen, wenn du an ihm Experimente durchführst und wissen willst, wie du ihn umbringen kannst? Ich schütze ihn nur vor euch, nicht vor mir. Hab ihm ein bisschen Blut abgezapft. Die Fiolen stehen da hinten, falls ihr euch dafür interessiert. Ihr seid doch immer scharf auf Blut, oder nicht? Dafür würde ich mich definitiv interessieren. Bitte? Tut euch keinen Zwang an. Ich schau mir die Fiole an. Ja, ist eine Blutfiole. Und riech mal dran. Riecht sehr gut. Boah, das riecht gut. Ich halte Melina unter die Nase. Wie viele Blutpunkte hast du? Wie viele Blutpunkte hast du, Emma? Da müsste es eigentlich noch voll sein, ne? Ist eigentlich relativ. Ja, cool. ich habe sogar 6. Ja, 6 ist schon ziemlich, da kann man schon nochmal Hunger haben bei 6. Also wenn ich da jetzt Blut rieche, ja. Ich bin bei 3 Punkten. Oh ja, dann einmal. Also es sind 3 große, also nee, nicht 3, 5 große Ampullen ungefähr. Ja. Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist Blut anderer Vampire. Ich hab aber so einen Hunger. Hier ist ein Mensch. Guck mal da. Fressi, fressi. Machen wir mal einen Selbstbeherrschungswurf, Jonathan. Oh! Den brauchen wir gleich sowieso nicht mehr. Und ich guck den Typen nochmal scharf an. Dir ist schon klar, dass du, wenn du nicht mehr nützlich bist, dass wir nichts mit dir. Ne? Nur Self-Control. Selbstbeherrschung für Jonathan. Nur Self-Control, sonst nix? Ja, sonst nix. Dum, dum, dum. Ja, immerhin kein Botch, aber das
immerhin das, was kein die Emma euch da unter die Nase hält, ist also jetzt schnell eben weg, dann ist doch schon immer der Durst nicht mehr so schlimm. Nicht lang schnacken, und Kopf in den Nacken. Okay, also ich kriege also nicht mehr die Vernunft so hin, eher ja, den Menschen zu nehmen. Okay. Ja, alles klar. Gut, dann. Sehr gut, ja. Du fühlst, dass du dich jetzt irgendwie in dir selbst etwas anders fühlst. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Und irgendwie, also auf die eine Art befreiter irgendwie. Und, Butter? Lecker? Sehr lecker. Boah, das Beste, was du jemals hattest. Besser als ein handgemachter Döner von Oma. Meine Oma macht gute Döner. Also machte. Heute ist kann ich ja egal. Ja. Wie viel Blut gab das denn? 3 Punkte. Ah, wollte gerade sagen, dann bin ich jetzt bei 6. Mhm. Alter, ich fasse es nicht. Reibt mir den Bauch. Ja. Also Melina, du solltest dir den echt mal genauer anschauen. Der hat was. An dem ist irgendwas Besonderes. Guck ihn dir doch mal an. Ja, guck ihn dir an, Melina. Was stimmt mit euch Idioten nicht? Es ist unglaublich. Es ist echt unglaublich. Dass du immer so herablassend sein musst. Dass ihr immer so... Ja, genau. Also, ihr müsstet euch mal sehen, ey. Das ist unglaublich. Naja, Spiegelbild haben wir. Habt ihr noch irgendwelche Fragen an den Spinner hier? Nee. Ja. William, kannst du den nicht mal nach oben bringen zum Sheriff? Den Spinner? Nein, ich zeig auf die Leiche. Achso, ja. William ist gerade nicht da. Geistig abwesend. Williams Geist spielt gerade die Melodie von Was? Tetris. Was? Was? Könntest du bitte den Herren hier, und ich zeige auf die Leiche, nach oben bringen zum Sheriff? Ja. Also ich kann das. Machst du es bitte auch? Okay. Ich schmeiße mir über die Schulter. Mhm. Gut. Die erste Direktive war, alle in diesem Raum müssen. Ne? Und trage ihn. Was? Du, Melina. Okay. Auch immer die erste Direktive war, wenn jetzt niemand mehr Fragen an den Fuzzi hat, dann bringe ich ihn um. Okay. Einmal abdrücken. Okay, ja, ich denke, dafür braucht man keinen. Du hast ihn dann direkt am Nacken, eine Schrotflinte direkt am Nacken abgezogen, ja. Da brauchst du keine Skills für, ja. Braucht man keine Skills für. Allerdings, ich würde mal einen Humanity-Check machen dafür, so einen eiskalten Mord. Ja. Was muss ich da würfeln? Einmal gegen deine Humanity würfeln. Däh. Also jetzt also, ganz die als W10er würfeln, oder was? Ja. Okay. Gut. Gut, dann ist der ganze Raum jetzt voll mit Blut und Splitter des Kopfes und sonst irgendwas, weil eine Schrotflinte gegen Kopf macht gleich Klopf. Macht's. Ja. Und der Hunter ist tot, ja. Genau, und die Unaufmerksamkeit von Melina nutze ich, um den Typen irgendwie Melina berühren zu lassen. Stimmt, Stefan, du hast recht. Gewissen hätte man würfeln müssen, ja. Was? Du hättest auf Gewissen würfeln müssen. Das ist Konfidenz. Ja, gut. Soll ich das jetzt noch machen? Mach mal, jetzt ist es zu spät, oder? Mach nochmal. Nix. Einmal einen Humanity-Punkt weg, bitte.
Okay, ja, die Unaufmerksamkeit nutzt William wozu? Was hat er gerade gesagt? Um die Leiche Melina berühren zu lassen. Mhm. Gut, dann einmal Dexterity und Athletics von dir. Wenn du einen Erfolg da drin hast, dann schaffst du das. Weil Melina ist ja gerade mit Töten beschäftigt. Mal ganz kurz hier. Dexterity und? Athletics. Okay. Ja, läuft. Ja. Okay. Womit auch Melina jetzt die Stimme in ihrem Kopf hört. Die unglaublich alte und mächtige Stimme, die ihr zuflüstert und ziemlich bestimmt von ihr fordert, bring mich in Sicherheit. Diesem Körper darf nichts passieren. Und das ist ab sofort alles, wofür du lebst. Ich kann das nicht in Frage stellen? Nein. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber nein. Das ist ja echt scheiße. William, zeig den Typen dem Sheriff. Ja, finde ich gut. Aber, glaubt ihr wirklich, dass das so eine gute Idee ist? Was ist, wenn der Sheriff uns den wegnimmt? Nee, das kann der nicht. Der wird doch dem, uns eher wegnehmen, wenn er ihn nicht anfasst. Naja, aber genau. Er hat gesagt, alle in diesem Raum. Dazu gehört aber auch der Hunter. Der ist tot. Hat Melina abgeknallt. Oh ja. Bei Cthulhu wäre das jetzt ein Wurf gewesen. Stabilitätswurf, ja, aber wir sind nicht bei Cthulhu. Ja. Zum Glück. Aber gut, war es ja quasi, Menschlichkeitswurf. Ist ja nee, aber auch für uns wäre es. Ach so, okay. Ja. Also ich bin dafür, er soll ihn anfassen. Besser er fasst ihn an, als dass er sich gegen uns stellt. Ich würde mir, während die noch reden, noch ein bisschen von dem noch warmen Blut besorgen, aus dem Arm. Von dem Leiche oder was? Ja. Oder ist das sofort, wenn das Herz aufhört zu schlagen, sofort alles unbrauchbar? Ja, gut, kannst du noch benutzen, ja. Kriegst du noch einen Blutpunkt raus. Ja, jetzt aber mal, warte, erstmal logistisch hier, ne? Wenn wir jetzt den in Sicherheit bringen müssen, und wir sind Fremde in Chicago, und wenn wir nicht bis morgen die Scheiße hier aufgeklärt haben, dann sind wir Selbstgejagte hier. Das ist doch egal. Du hörst die Stimme in deinem Kopf, du bist völlig egal, bring mich in Sicherheit. Wie? Nein, ja, das ist... aber wie sollen wir dich in Sicherheit bringen, wenn wir selber gejagt werden? Gary. Oh nee. Natürlich. Ach, doch. Was habt ihr denn gedacht? Ja, da sucht einen wirklich sowieso niemand. Nein, aber wie sollen wir denn... Wie soll man denn nach Gary kommen, wenn wir hier unter der Beobachtung von dem Fuzzi da sind, von dem Sheriff? Aber dann... Das sollte er nicht anfassen. Bringt ihn zu mir und lässt ihn mich berühren oder tötet ihn? Ja. Berühren genau. Lassen, das ist doch viel einfacher. Der muss halt jetzt mitspielen, ne? Aber was ist, wenn er den erkennt? Dann können wir ihn immer noch töten. Zeig ihm vielleicht nicht sofort. Er ist doch in diesem Sack. Erst wenn er nah genug dran ist. Ja, wir nehmen den jetzt mit nach oben. Der Sheriff kommt hier sowieso nicht runter und sagt, bring das doch zu mir hoch, dann machen wir das halt. Und dann soll er uns sagen, wer das ist und wen wir da jetzt gefunden haben. Und tut erst mal blöd und fragen ihn, ob das der Prinz ist. Und der Sheriff kommt vielleicht doch runter, weil wenn wir ihm sagen, dass du den Hunter getötet hast, ich meine, er hat den Schuss ja gehört. Ja, dann sagt dem Schisser, dass er jetzt hier runterkommen soll. Schisser. Jonathan, geh ihn holen. Ja, ich begehe.
ja, tappe da zur Luke. Herr Sheriff? Ja? Herr Sheriff? Der Hunter ist Geschichte. Wenn Sie uns jetzt bitte sagen würden, wer dieser andere ist, der hier liegt. Was weiß ich? Der Prinz hoffentlich. Deswegen also, sind wir könnte doch hier natürlich, oder nicht? Das könnten Sie das bitte bestätigen, ob das der Prinz ist? Ich das weiß nicht. Also theoretisch könnte er ist er so schlimm zugerichtet? Nein, sieht aus, als wenn er in Starre gefallen wäre oder so. Was? Kann sein, ich komme sofort. Dass er deswegen klettert runter. Nicht mehr so. Ja, ich laufe hinter dem Sheriff her. Ja. Gut. Dann sobald er irgendwie in Reichweite ist, würde ich auch den Arm von dieser Leiche nehmen und so an den Sheriff halten. Ja, sobald du das machst, mach mal Dexterity und Athletics. Ich würfel mal dagegen. Einen tollen neuen Würfelbecher. Sag doch mal, Lady Luck mag dich nicht. Ja, das schaffst du. Ja, er hört die Stimme. Genau, und er guckt ganz starr geradeaus und meint, wir müssen ihn in Sicherheit bringen. Ja. Genau. Richtig. Weißt du einen guten Ort, wo wir sicher sein können, dass ihm nichts passiert? Nach Gary. Wie du weißt. Ja. Da kommen wir aber heute Nacht nicht mehr hin. In meine Wohnung. Okay, als Zwischenstation. Aber dann müssen wir morgen auf jeden Fall schnell nach Gary zurück. Gleich als erstes. Ich bin dafür, wir bringen ihn erstmal in mein Studio, in meine Wrestling-Schule. Da sind Simon und Garfunkel und die anderen. Pinky und der Brain, dann oder wächst was? Die Armee jetzt gleich. Wer ist Simon und Garfunkel, hörst du in deinem Kopf? Das sind meine Schüler. Ich habe ihnen alles beigebracht. Also noch nicht alles, aber vieles. Also sie hören auf dich. Ja. Sehr gut. Dann werden sie uns helfen. Bring mich dahin. Ja, ja. Lass uns los. Ja, Meister. Ja. Es ist Dracula. Fast. Eigentlich ist er mächtiger als Dracula. Aber gut. Ja, dann ich kletter nach oben und mach den Wagen startklar. Ja, Harry, sehr gut. Hol den Wagen. Ja, so gut. Ja. Dann werdet ihr den Leichnam für diese Nacht, zumindest also für den Tag, bei William unterbringen. Und William, möchtest du, dass Simon und Garfunkel die Leiche auch anfassen? Nein. Na gut. Wenn die Leiche das nicht von mir will. Nö, da ist das relativ wurscht, weil du kontrollierst ja die und er kontrolliert dich, von daher. Was ist denn mit den Fiolen? Liegen die jetzt noch da unten im Keller? Kannst du mitnehmen, wenn du magst. Ja, auf jeden Fall. Mag noch jemand etwas davon trinken? Übrigens, Jonathan, dein Nachteil, dass du blutsgebunden bist an die Tremere, ist ab sofort nicht mehr der Fall. So schnell kann es gehen. Ich bin übrigens einfach zu easily bloodbound. Ja, das ist ja deswegen hat auch die eine Filiole gereicht. Ja. First String Count ist zu. Gut, dann beschließen wir die Session für heute. Machen wir beim nächsten Mal bei Williams Studio weiter für den nächsten Tag.
Und ja, also um nochmal klarzustellen, dieses Wesen ist ein Methusalem. Also einer der allerersten Vampire nach Kain, der dritten Generation. Das heißt, einer der mächtigsten Vampire, die es jeweils gegeben hat. Deswegen, und somit wichtiger als so ein blöder Prinz. Genau, absolut. Und deswegen hat er euch jetzt einfach per Berührung dominiert. Und es ist gut. Mhm. Ja. Und, also ich sehe das jetzt als persönlichen Erfolg an, weil ich ja die Erste war und alle anderen quasi dazu bringen musste. Also von daher, ja, ich habe gewonnen. Und ja, und Jonathan, du bist jetzt halt blutgebunden an den Methusalem. Nicht mehr an die Tremere. Die sind wesentlich schwächer als der Typ. Solange die das nicht rauskriegen, ist alles gut. Ja. Ja. Okay. Wissen wir, haben wir rausgefunden, von welchem Haus der Methusalem ist? Ich glaube, die haben noch gar keine Häuser, die Methusalem ist, ne? Die... Ich muss gerade selber mal gucken, zu wem der gehört. Dann ist es kein... Das muss ich schon überlegen. Auf alle Fälle ist die Gruppe wieder beisammen. Ja, ich guck gerade mal nach. Das steht natürlich in einem separaten Buch drin. Kontrolliert von einem Methusalem. Ja! Egal, wir arbeiten wieder zusammen. Was sich Meister halt so einfallen lassen. Das ist übrigens wirklich so, also nicht vorgesehen, dass es passieren muss, aber kann. Wo ist das scheiß Buch? Wenn man es sucht, dann findet man es nicht. Ich werde das nachliefern, wenn ich es jetzt nicht finde auf die Schnelle. Da ist es doch. Wozu hat man eine Suchfunktion? So. Ja, Methusalems sind jünger als die Vorsintflutlichen. Ja, vielleicht ist es doch das falsche Wort gewesen dann. Ah, ne, Vorsintflutlich ist der auf keinen Fall, ne. Ich frag mich gerade, da gehört der hin. Der ist ein Bruja. Na toll. Guck mal, Melina, dein Papa. Urgroßvater wahrscheinlich, ja. Ja, wer weiß. Und der ist nicht dritte, sondern vierte Generation, aber das ist auch... Vierte. Ja. Ah, dann! Dann! Ganz anders dann! Ja, danke Stefan, dass ich mich da vertan. Ich dachte mal, es war gerade irgendwie vom Zweiter waren die Vorsintflutlichen, aber die Zweiten sind alle komplett ausgelöscht. Ne? Ich war gerade um eine Generation verschoben, so innerlich. Gut. Ja. Ja. Alles klar. Gut, dann danke fürs Spielen. Wir sind wieder ein bisschen zusammen und das sind etwas vorangekommen. Der Prinz ist immer noch verschollen, aber immerhin eröffnen sich jetzt einige politische Alternativen in dieser Welt. Vielleicht. Ja. Und das letzte Wort, was ihr auf dem Weg zu Williams Apartment noch hört, ist in eurem Kopf: Schützt mich vor ihr. Und damit enden wir dann heute. Danke fürs Spielen, danke fürs Zugucken und beim nächsten Mal, wann das nächste Mal ist, das findet ihr auf dem Nordpol oben. Links läuft der Link durch. Wahrscheinlich irgendwann so in einem Monat oder so. Schaut ihr dann wieder zu. Danke fürs Gucken, danke fürs Mitspielen und tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.